Hier werden auch in den 80er Jahren die 3Ks noch zelebriert. Kinder, Küche, Kabelfernsehen. So, jetzt müsste alles in Ordnung sein. Ja, weil es der Normalfall war in der Gesellschaft in den 80er Jahren. Was soll denn das? Ich bin auch so groß geworden. Was will sie denn? XY hat doch einfach nur die Gesellschaft abgebildet, beziehungsweise Verbrechen gezeigt, die begangen wurden und nacherzählt. Die haben sich doch nicht irgendwas ausgedacht. Also, ich verstehe jetzt nicht, was das soll. Also, wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, war das ganz normal. Das ist natürlich Freunde von mir, die auch in geordneten Verhältnissen groß geworden sind, mit Mutter und Vater. Was will die denn? So, jetzt geht's aber wirklich los. Also, diese Sendung ist kein Spiel, das ist eine Reportage von Regina Schilling. Die hat vor ein paar Jahren auch mal diese Doku Coolen Kampf Schuhe gemacht, die ja ganz interessant war, wo ja so ein bisschen darüber geredet wurde, wie die ganzen großen Showmaster der 70er, Coolen Kampf und Fuchsberger und so, die ja alle im Zweiten Weltkrieg Soldaten waren und natürlich alle auch Traumata davon getragen haben, wie das sozusagen sich übertragen hat in die Showwelt. Das war ganz interessant gemacht. Und jetzt hat sie sich also Eduard Zimmermann vorgenommen, 30 Jahre lang Moderator von XY, und unterstellt ihm da Absichten und Dinge, die ich also wirklich unfassbar finde. Aber schaut und hört einfach selbst. Wir legen mal los. Freitag, 20. Oktober 1967. Ein Tag wie jeder andere für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland. So. 7:30 Uhr. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die meisten von ihnen haben ein Dach über dem Kopf und führen ein geregeltes Leben. Danke. Ups, achso, dann mache ich. Für die Männer sind Beruf und Karriere. 10. Oktober 67, da war ich noch nicht mal geboren. Das war sogar vor meiner Zeit. Also es ist schon sehr alt. Am wichtigsten. Für die meisten Frauen endet die Arbeit mit der Hochzeit. Dann werden sie Hausfrau. Ach, Tag, Frau Gau. Tag, Frau Naumann. Wieder was für den Vorratsschrank? Na ja, es kann nicht schaden, wenn man was im Haus hat. Dann braucht man nicht für jede Kleinigkeit loszurennen. Ihr Leben verläuft in friedlichen Bahnen. Ihre Welt, so scheint es, ist in Ordnung. Alle freuen sich auf das... Die Feminismus-Doku habe ich in der Mediatheke gemacht als Thema. Toskana und Wein. In der heutigen Mediatheke ist das als Beitrag drin. Da geht es auch um Der Äquivalist und deren Reaktion. Also das habe ich jetzt nicht im betreuten Gucken. Nahende Wochenende und einen gemütlichen Fernsehabend. Haben wir denn was zum Anstoßen zu Hause? Ja, eine Flasche Eierlikör muss noch da sein. Ach, die gute alte Straßenbahn. Noch ahnen die Fernsehzuschauer nicht, dass sie von nun an viel schlechter schlafen werden als bisher. Denn um 20 Uhr wird im ZDF zum ersten Mal Eduard Zimmermann mit seiner Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Na, das wird sie ja wohl eher nicht sein, ne? Geht. Offensichtlich gehört er zu jenen Tätern, die in rücksichtslosen... Die Kriminalität wächst. Sie wächst nach neuesten Zahlen beinahe fünfmal so schnell wie unsere Bevölkerung. Sie machen sich Sorgen um das Alarm. Die Polizei muss deshalb immer stärker über die Grenzen zusammenarbeiten. Ihr Anruf kann dazu führen, dass noch heute Nacht ein lange gesuchter Verbrecher festgenommen wird. Die Gegenseite muss im Kampf mit dem Verbrechen Sie können Zeit uns natürlich auch hier selbst anrufen im Studio. Guten Abend, meine Damen und Herren. Den
Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen. Das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Folge 12 war das mit den Kindersendungen, sagt gerade jemand im MG-Forum, MG-Chat. Nur als Hinweis. Folge 12 von Fernsehkritik TV. Kriminalität wächst. Sie wächst nach neuesten Zahlen beinahe fünfmal so schnell wie unsere Bevölkerung. Polizei und Gerichte werden mit der Entwicklung kaum noch fertig. Immer mehr Straftaten bleiben unaufgeklärt. Bei vermutlich vielen, die in den 60er und 70er Jahren Kinder gewesen sind, löst dieses Gesicht und diese Stimme Angst aus. Nö. Mir geht es bis heute so. Ja, Entschuldigung, ich meine, sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Ich meine, als Kind, klar, war das ja bei mir auch so. Meine Eltern haben mich ja auch XY gucken lassen als Kind und ich habe nicht vor ihm Angst gehabt, aber ich habe schon... fand das schon ängstlich, wenn da irgendwie so Verbrecherfotos oder Fotos von Leichen und so gezeigt wurden. Es waren gar nicht mal die Filmfälle, die mich gegruselt haben, mehr so die Fotos, die Fahndungsfotos, die fand ich immer eher sehr, sehr unheimlich. Aber das war ja die Verantwortung meiner Eltern, dass sie mich das haben gucken lassen und wahrscheinlich ihre Eltern genauso. Das kann man ja ihm nicht anlasten. Ich meine, kann man ja genauso sagen, es gibt ja schreckliche Horrorfilme, die ab 18 Jahren erst freigegeben sind. Deine Eltern haben die gucken lassen, also verbieten wir die Horrorfilme. Nee, denn müssen die Eltern ihre pädagogischen Gedanken vielleicht neu ordnen oder was? Also es ist ja die Verantwortung der Eltern, ob sie ihr Kind das gucken lassen oder nicht. Das ist erstmal ja so grundsätzlich, vorweg erstmal, ne? Die meisten von uns durften diese Sendung gar nicht schauen. Trotzdem kennen wir sie alle. Vielleicht war es so. Wir lagen im Kinderzimmer und hörten von fern die Titelmelodie. Wir gruselten uns. Aber etwas zog uns magisch an. Leise schlüpften wir aus dem Bett und schlichen in den dunklen Flur Richtung Wohnzimmer. Dort saßen die Eltern und waren genauso gebannt wie wir. Wie gesagt, ich hab's mitgeguckt. Dass wir heimlich mitschauten. Sie, meine Damen und Herren, jeder einzelne von Ihnen kann vielleicht dazu beitragen, dass die Fälle nicht ungelöst bleiben. Das heimliche Gucken oder das Fasziniertsein war eher so bei, wenn spätabends der fantastische Film im ZDF, kennt ihr das noch? Das waren so Dracula und Frankenstein und solche Filme, Mario Bava, solche Filme, die da abends, Freitagabends gezeigt wurden, nach 23 Uhr, mit diesem berühmten Intro immer, mit diesem dieses Gezeichnete, kennt ihr das noch? Der fantastische Film. Das hat bei mir eher denn, das habe ich dann mir eher gerne heimlich angeguckt als Kind, heimlich mitgeguckt oder so. Was mich aber eigentlich überhaupt nicht gegruselt hat. Also ich habe eigentlich wenig Angst vor solchen Horrorfilmen oder so gehabt. Wie gesagt, für mich war der Level erreicht, wenn zum Beispiel irgendwelche Fotos von irgendwelchen unbekannten Leichen gezeigt wurden oder so. Das fand ich ganz schlimm. Aber sonst war ich ein, habe ich viel ausgehalten als Kind. Aber wie gesagt, ne, die Eltern sind ja verantwortlich, nicht das Kind selber und schon gar nicht der Macher so einer Sendung. Im Anschluss an jeden gezeigten Fall stellen wir nämlich eine Reihe konkreter Fragen, die vielleicht irgendwie... Nee, Monstren, Mumien, Mutationen, das war das Gruselkabinett. Das gab es im NDR, im dritten Programm. Das verwechselst du gerade. War man aber auch ein Trailer für Gruselfilme, das stimmt. Jemand von Ihnen beantworten kann. Der 38-jährige Journalist Eduard Zimmermann hat sein Konzept gegen einige Widerstände im ZDF und bei der Polizei durchgesetzt. Er ist Erfinder, Produzent und Moderator in einem. Für ihn muss die Sendung ein Erfolg werden. Die jungen Damen, die hier ihre Anrufe entgegennehmen, bleiben bis 24 Uhr auf ihren Posten. Die jungen Damen. Und nun will ich Sie nicht länger mit der Vorrede aufhalten, sondern direkt in den ersten Fall hineingehen. Es handelt sich um einen ungeklärten Mord, den Kriminaloberrat Gaulke von der Kripo Wiesbaden bearbeitet. Sagen Sie, Herr Gaulke, Sie haben in Ihrer Dienststelle sicherlich mehrere ungeklärte Morde, die auf eine Lösung warten. Ja, vielleicht schaffen wir es nun heute mit Hilfe Ihrer Millionen Zuschauer. Wollen wir hoffen, Herr Gaulke. Und ich glaube, wir sollten nun unseren Zuschauern erst einmal das Ermittlungsergebnis vorführen, damit sie sich selbst ein Urteil bilden können. Gleich der erste Filmfall ist harte Kost. Zimmermann geht nicht gerade zimperlich um mit uns ahnungslosen Zuschauern. Feierabend in Roth, einem kleinen Ort im Dillkreis am Fuße des Westerwaldes. Da war schon die Stimme von Wolfgang Grünebaum, mit dem Moped seiner Wohnung, der viele Jahre die Stimme war, wie er der Polizei später Egon Kling, Farnkräuter für seinen Garten zu suchen. Zimmermanns Konzept?
Verbrechen, bei denen die Polizei nicht weiterkommt, mit Hilfe eines Drehbuchs und Schauspielern nachzustellen. Auf der Grundlage der polizeilichen Ermittlungen. Er kommt an diesem Tage jedoch ohne Gräser nach Hause, denn er macht einen grausigen Fund. Am darauffolgenden Morgen ist der Steinbruch von Feuerwehrmännern, Polizisten, Beamten der Gemeinde und der Staatsanwaltschaft bevölkert. Es kommt eine Frauenleiche zutage, die mit zwei großen Steinen beschwert unter der Wasseroberfläche gelegen hat. Die Frau ist nach den ersten Schätzungen des Arztes 20 bis 25 Jahre alt. Sie ist durch zwei Schüsse in die linke Kopfseite getötet worden. Sie trägt ein grünes Minikleid, darüber einen schwarzen Mantel mit Pelzbesatz. Ja, und das Kleid, das erkennen Sie wirklich wieder? Das Modell schon, aber mit der Farbe bin ich mir nicht sicher. Regie führt von der ersten Sendung an Kurt Grimm. Ein Kurzfilmregisseur mit Vorliebe für den Film Noir. Ja, doch, der war genial. Fiel mir dann auf, dass der Mann sehr große Hände hatte. An einer Hand trug er einen goldenen Ring mit einem großen schwarzen Stein. Federführend ist allein Zimmermann, der für XY eine eigene Firma gegründet hat. Er gibt ihr den Namen Deutsche Kriminalfachredaktion. Das Rätsel um die unbekannte Tote im grünen Minikleid wartet unter dem Aktenzeichen 4JS-67 auf seine Lösung. Die kriminaltechnische Untersuchung der vorgefundenen Geschosse hat gegeben, dass wieder die Knarre der eine Hand hält. Ja. Und wessen Kaliber 38 erschossen. Also es ist ja aus heutiger Sicht eher eine unfreiwillige Komik, deswegen gucken wir es ja alle so gern, weil das ja auch so ein bisschen wie das präsentiert ist. Aber Kurt Grimm hat das genial in Szene gesetzt. Das war einfach. Natürlich war XY auch Unterhaltung, das ist doch klar. Es lief am Freitagabend im Wechsel mit Derek und der Kommissar. Gut, Derek gab es da noch nicht, aber der Kommissar ging dann ja los und diese ganzen Freitagskrimis. Und deswegen war das natürlich zur besten Sendezeit, musste das natürlich ein bisschen so aufgearbeitet werden, dass es auch einen gewissen Thrill hat. Ja, und ist doch legitim. Trotzdem diente es ja letztendlich dem Zweck, Mordfälle und Kapitalverbrechen aufzuklären, was ja zum großen Teil oder zu einem gehörigen Teil ja auch geklappt hat mit Hilfe von XY. Aber dazu kommen wir sicherlich noch. Dies ist eine Waffe genau derselben Macht. Die erste Frage an Sie, meine lieben Zuschauer, wer weiß etwas vom illegalen Besitz eines solchen Revolvers? Diese Frage würde natürlich besonders interessant, wenn der Besitzer auffallend große Hände hat und einen Ring trägt mit einem rechteckigen schwarzen Stein. Sagen Sie, Herr Gaulke, wie viele solche illegale Revolver wird es in der Bundesrepublik wohl etwa geben? Das ist leider nicht feststellbar, aber sicher ist die Zahl nicht unbedeutend. Ja, weil sie ja illegal sind. Als Nachfolgewirkung noch des Krieges und der Nachkriegsjahre. Dann wollen wir doch versuchen, erst einmal alle Punkte zusammenzustellen, die zur Identifizierung der Toten führen können. Ja, da sind zunächst einmal dann der Mantel und dann auch der Rock. Bei dem Mantel handelt es sich um einen schwarzen Tuchmantel. Es ist eine Art Bouclé. Der Kragen ist mit schwarzem Pelz besetzt. Ja, warum wird das jetzt so ausführlich gezeigt? Was will uns Regina Schilling jetzt genau damit sagen, mit diesem langen Ausschnitt? Was sagt uns das jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Ist interessant. Ich gucke gerne XY, aber worauf will sie jetzt hinaus? An der Hüfte sind zwei eingeschnittene Taschen. Und ein besonderes Merkmal, zwei Knopfreihen, ziemlich dicht beieinander, schwarze kleine Knöpfe, je 5 Stück. Und nun unsere Hauptwaffe im Kampf gegen den Mörder von Roth, meine Damen und Herren, und zwar das Bild der getöteten Frau. Es ist kein sehr schönes Bild, das gebe ich zu, aber es ist auch noch nicht veröffentlicht. Aber ich meine, wenn es darum geht, einen Mörder zu entlarven, dann sollte man ein paar Sekunden ziemlich genau hinsehen. Hier ist das Bild der Frau, so wie es gefunden worden ist. Ja, gut, wenn Sie dieses Gesicht... Das sind genau die Sachen, die mich als Kind geängstigt haben, wenn sowas kam. Also, da war ich noch nicht geboren, aber das haben sie später ja auch noch gemacht. Das ist schon wirklich gruselig. Gut, aber es dient in dem Fall ja dem Versuch,
dass jemand vielleicht sagt, ach Mensch, das ist ja meine Nachbarin oder irgend sowas und dann man die im Fall weiterkommen. Das ist ja der, das hat ja einen Sinn, dass es gezeigt wird. Es wird ja nicht nur aus Sensationshascherei gezeigt, ne? Nicht erkennen, meine Damen und Herren. Dann melden Sie sich bitte sofort bei der nächsten Polizeidienststelle oder rufen Sie uns an. Jede Sekunde kann kostbar sein. Es rufen so viele Zuschauer an, dass die Telefonleitungen im Studio sofort überlastet sind. Live auf Verbrecherjagd gehen und eine Belohnung gibt es vom ZDF noch obendrein. Ebenfalls 1000 Mark ist auch für die Ergreifung dieses Herrn ausgesetzt. Dieser Herr, Zimmermann... Sondern vom ZDF wird die doch nicht ausgesetzt, die Belohnung. Das wird doch von der Polizei, vom Staat, wird doch die Belohnung ausgesetzt, oder? Wieso vom ZDF? War das damals so, zuerst? Das habe ich noch nie gehört. Manns nächster Fall fährt seit Jahren quer durch Deutschland und dreht armen Bauern minderwertige Melkmaschinen für teures Geld an. Es könnte also sein, dass er just zu dieser Sekunde irgendwo an einem Gasthaustisch sitzt und vielleicht jetzt versucht, sich unauffällig zu verdünnisieren. Und nun wollen wir bitte nachsehen in der Nachrichtenzentrale, was inzwischen gekommen ist. Wie sieht es aus? Ich habe mittlerweile aufgegeben, die Gespräche mitzuzählen. Es geht. Was ihr auf Twitch wahrscheinlich nicht wisst, dass es einen Running Gag gibt, hier auf langer Zeit schon, nämlich dass Peter Hohl und Ede Zimmermann hier so miteinander waren. Das ist ein Running Gag. Den finden nicht alle lustig, aber wir haben mal unseren Spaß daran, weil es gibt einige Ausgaben, wo die beiden wirklich sehr nah aneinander stehen, als wenn sie sich kurz davor sind, sich zu küssen. Und das so kam das. Ja, Peter Hohl, der lebt immer noch. Der ist schon steinalt, aber er lebt noch. Pausenlos weiter. Vor allem zu Kruschinski ist sehr viel gekommen. Ja. Er ist sehr häufig gesehen worden, zuletzt heute. Ja. Und angeblich soll er sich zurzeit in einem Ort befinden. Wir haben sofort per Fernschreiben die zuständige Polizei verständigt. Sie sieht also im Moment nach, ob er wirklich da ist. Hm. Auch von Polizeidienststellen sind schon zahlreiche Anrufe gekommen. Auch dort gehen also laufend Hinweise ein. Meine Damen und Herren, es wäre jetzt sehr reizvoll, Ihnen den Ort zu nennen, wo Herr Kruschinski heute ist. Aber das wollen wir nicht tun. Wir wollen der Polizei die Chance geben, Herrn Kruschinski vielleicht selbst zu verhaften. Bevor es noch Selbstjustiz gibt. Will Zimmermann jetzt nicht mehr warten, um seinen Fahndungserfolg zu präsentieren. Er überredet den Programmdirektor zu einer spontanen Zwischenbilanz nach der Spätausgabe der Heute-Nachrichten. Das haben bisher nur Wahlsendungen geschafft. Zuschauerreaktionen, ja. Johann Kruschinski ist in Bad 9-Ahr festgenommen worden. Er war gerade beim Kegeln. Ein Zuschauer hat ihn erkannt und der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben. Kruschinski, haben wir schon gesagt, ist also im Grunde genommen erledigt. 4 Haftbefehle beim Bundeskriminalamt können einen Vermerk bekommen, erledigt. Aber über den Erfolg können wir doch sehr erfreut sein. Mhm. Es ist also so positiv, wie ich es eigentlich im Moment nicht aber erwarten können. Das hat mich sehr überzeugt alles. Ja. Herr Gauck, mit diesem Erfolg hat selbst Zimmermann nicht gerechnet. Gleich in der ersten Sendung hat er einen Betrüger hinter Gitter gebracht. Und er schreibt Fernsehgeschichte. Aktenzeichen XY ungelöst wird das erste True-Crime-Fernsehformat weltweit. Auch hier sind einige 30 Hinweise eingegangen, die zurzeit überprüft werden. Ist es das erste True-Crime-Fernsehformat weltweit gewesen? Vielleicht, keine Ahnung. Gab es das in den USA nicht sowas schon in der Art? Haben die das nicht vorher schon bestimmt? Die Amerikaner haben doch sowas vielleicht schon früher im Programm gehabt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber was die da alles erzählt, deswegen, da muss man ja doch immer ein Fragezeichen hintersetzen. Ne? Der Mord an der unbekannten Toten wurde nicht durch Zuschauerhinweise geklärt. Ihr Verlobter gestand die Tat 2 Jahre später der Polizei. Tja. Ich gehöre zur ersten Generation Kinder, die mit dem Fernseher im Wohnzimmer aufwuchs. Was hat Eduard Zimmermann und seine unheimliche Welt uns mitgegeben? Ging es ihm wirklich nur darum, Verbrechen aufzuklären? Ja, was denn sonst? Jetzt kommt's nämlich. Jetzt geht's los mit ihren kruden Thesen. Die Frau wurde vermutlich erwürgt. Es ist offensichtlich auch
Die Sendung erscheint in einem sehr besonderen Jahr. Im April 1967 stirbt Übervater Konrad Adenauer. Sein Staatsbegräbnis wird zum weltweiten Medienereignis. Live übertragen von ARD und ZDF. Also die Sendung startet in einem besonderen Jahr, 1968. Und sie jetzt sagt sie, 1967 ist Konrad Adenauer gestorben. Ja, was war denn das besondere Jahr? 67 oder 68? Wie, was? 400 Millionen sitzen vor dem Fernseher, der zum Massenmedium geworden ist. Der Vietnamkrieg eskaliert mit über 300.000 Toten. Im Juni wird Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Bei einer Demonstration gegen den Schah-Besuch in Berlin. Ja, daran ist auch Ede schuld. Die Studenten gehen auf die Straße. Die APO wird geboren. Noch regiert die CDU. Aber der Kanzler der Großen Koalition, Kurt Georg Kiesinger, ist ein schwacher Kanzler. Auch wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Sein Außenminister und Vizekanzler Willy Brandt von der SPD ist deutlich beliebter und gewinnt an Einfluss. Im November wird Jürgen Bartsch zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat vier Jungen sexuell missbraucht und bestialisch ermordet. Ja. Die Berichterstattung über ihn wird zum Medienspektakel. Da haben wir schon mal die großen Kriminalfälle geguckt. Die NPD zieht zum ersten Mal nach ihrer Gründung 1964 in vier Landtage ein. Worin besteht diese nationale Not? In der wachsenden Kriminalität, in der Verhätschelung des Verbrechertums, in der Aufweichung der Justiz, in der Unruhe der Hofstaaten. Adolf hieß der auch noch. Meine Damen und Herren, die Versammlung ist hiermit polizeilich nach den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes geschlossen. Gestern, meine Damen und Herren, trafen sich im Bundestag maßgebliche Experten der Politik. Ja, was wollt ihr uns ja jetzt gerade damit sagen? Was hat das jetzt mit XY zu tun? Es war ein besonderes Jahr. Er hat verschiedene Sachen aufgezählt. Und, ja, und was folgt daraus? Gar nichts. Jetzt geht's einfach weiter. Der Staatsanwaltschaften und der Innenministerien. Übereinstimmend kam die Sorge zum Ausdruck, dass bald wieder der Ruf nach einem starken Mann laut werden könnte, der mit energischer Hand Ordnung schafft, wohlgemerkt Ordnung. In die letzte Seite vom Buch? Wenn die Rückseite oder was? Aufstieg des Verbrechens so, zu oder was zähmen. Noch? Bedrohliche Corizo, Anzeichen was meinst du? Zu einer solchen Entwicklung sind, wie wir alle wissen, überall zu spüren. Die Kriminalität ist im Laufe der 60er Jahre tatsächlich stark gestiegen. Vor allem schwere Raubüberfälle und Diebstahl haben zugenommen. Tja. Wird unsere Polizei vom Verbrechen überrollt? An jedem Tag werden bei uns etwa 4 Morde oder Totschläge verübt. Am wohlsten fühlen sich die Täter in der Großstadt. Am sichersten ist man auf dem Lande. Insgesamt wurden 1966 1.917.000 Verbrechen und Vergehen polizeilich erfasst. Davon waren Diebstahl, Raub fast 2/3 aller Fälle. Das ist das Delikt der Wohlstandsgesellschaft. Naja, das ist doch Quatsch. In armen Ländern ist doch die Kriminalität noch höher und besonders hoch. Guck mal nach Haiti oder in irgendwelche armen Länder, da, wo du dich teilweise gar nicht mehr in bestimmte Stadtteile trauen kannst, weil du da Angst haben musst, überfallen zu werden. Also es ist ja eigentlich eher so, je mehr Wohlstand eine Gesellschaft hat und je zivilisierter die Menschen auch leben können, desto geringer ist ja normalerweise die Kriminalität, würde ich sagen. Ne? Also den Zusammenhang kann ich jetzt nicht herstellen. Die Welt, die Eduard Zimmermann inszeniert, ist einfach. Es gibt die Opfer, die gesetzestreuen Bürger, durch Fleiß und Anstand zu Wohlstand gekommen. Sie sind die Guten. Ja, das und? Das dann 1830 Mark, bitte. Stimmt sie ja auch. War ganz schöne Betriebheit, was? Na, Gott sei Dank. Nach der Flaute in der ersten Dezemberwoche war das aber auch nötig. Dann haben wir das Weihnachtsgeld ja verdient. Was meinen Sie, Frau Hilz? Ich glaube schon, Herr Kalko. Wir können zufrieden sein. Bleiben Sie alle stehen. Oder ich schieße. Die Täter haben es auf Leib, Leben und Geld abgesehen. Geld her! Ja. Schief.
Sie haben keine Geschichte. Sie stehen immer außen. Sie sind böse. Ups. Und das Böse lauert immer und überall. Räume sie her. Los, aufstehen! Los, beeilen! Ja, die zeigt das jetzt so vorwurfsvoll, als wenn das irgendwie jetzt von Ede irgendwie ausgedacht wäre. Als wenn wir alle hier in Friede, Freude, Eierkuchen im Land haben und sozusagen er da irgendwie sich irgendwas ausdenkt, was gar nicht real wäre oder so. Das sind alles Fälle, die so passiert sind. Die wurden ja immer, bis heute werden die ja in Zusammenarbeit mit der Polizei gemacht, diese Filmfälle, weil die Polizei ja genau das sozusagen erstellt, damit das möglichst realistisch und adäquat dargestellt wird, wie es passiert ist. Ne? Gut, klar, natürlich wird das mit Musik und mit so ein bisschen Effekt und Gruselstimmung noch ein bisschen aufgehübscht, sag ich mal. Das ist klar, aber er denkt sich ja nichts aus. Also was soll das? Sind hier nur 100 Mark. Ohne noch Geld. Ja, hab ich nicht. Wir haben nie viel Geld im Haus. Los, ins Badezimmer. Was hat denn der da auf? Du Ostsee. Los, los! Du Ostsee. Niemand, meine Damen und Herren, bestreitet, dass Rechtsbrecher Anspruch auf Menschenwürde haben. Aber man sollte bei aller Anteilnahme, die man ihnen mancherorts entgegenbringt, gelegentlich auch an die Opfer denken, die die Straftäter hinterlassen. An das Heer der Bestohlenen und Betrogenen, an die missbrauchten Kinder und die Hinterbliebenen der Getöteten. Auch sie sind nämlich Menschen. Ja. Diese Sendung ist kein Spiel. Wie ernst sie ist, das glaube ich, zeigen gerade die heutigen. Ja, das hat er doch recht. Wir träumten nachts davon. Was heißt wir? Wer ist wir? Wir träumten nachts. Die Verbrechen aus XY waren ja wirklich passiert. 1. Ja, Juni eben. 1963. Der Glasbläser Georg Westphal nutzt den sonnigen Nachmittag zu einem kleinen Ausflug ans Flussufer. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich schreibe dir dann gleich nächste Woche, wenn ich wieder ankomme. Okay. Sergeant Brown ahnt nicht, dass er seine Frau nicht wiedersehen wird. Am Ziel ihrer Reise in Hof kommt sie nie an. Die Reise wird zu einer Fahrt in den Tod. Am 8. spätestens 9. Ist das der Jugoslawien-Express, der Klassiker? Wieder weg. Es kann ja immer was passieren unterwegs, besonders mit dem Auto. Ja, ja, schon recht. Tagsüber auf dem Schulweg stellten wir uns vor, entführt zu werden. Beim Sonntagsausflug blieben wir sicherheitshalber in der Nähe der Eltern. Ja, wer ist denn wir? Außerdem ist es doch wohl vernünftig, als Kind vorsichtig zu sein und gesagt zu bekommen. Ne? Das wurde mir auch natürlich als Kind gesagt, wenn es dunkel wird, kommst bitte nach Hause und wenn dich ein Mann, ein unbekannter Mann anspricht, dann rennst du sofort weg. Ne? Mitschnacker, wenn ein Mitschnacker, wurde immer früher gesagt, haben meine Eltern immer gesagt, pass auf vor Mitschnackern. Das ist, glaube ich, eher ein norddeutsches Wort, ne? Ist doch richtig, Kinder davor zu warnen. Das hat auch nichts mit XY zu tun. Alle Eltern sollten natürlich entweder auf ihre Kinder aufpassen, was ja heutzutage fast schon ein bisschen übertrieben ist mit den Helikoptereltern, oder zumindest jedenfalls die Kinder zu so viel Selbstständigkeit erziehen, dass sie frühzeitig wissen, es gibt das Böse da draußen, es gibt böse Menschen und sei bitte auf der Hut. Ne? Also was ist denn daran falsch? Auf einer Lichtung machen sie dann plötzlich eine Entdeckung, die sie sich nicht erklären können. Da ist was. Lass das! Papa, komm mal her! Was ist denn los? Was habt ihr denn? Schau mal, Papa, was ist denn das? Da wachsen Haare aus dem Boden. Der Junge hat sich nicht getäuscht.
Im Waldboden liegen tatsächlich lange blonde Haare. Darunter der Kopf eines Menschen. Mutti, ich bin's. Mutti. Mutti, warum sagst du denn nichts? Mutti. Vielleicht führen diese Gegenstände hier auf die Spur der Täter. Ein großes Küchenmesser, diese Uhr, ein Reisewecker, mehrere Pistolen, ein Damenring, ein solcher Tresorschlüssel und dieser Handfeger. Es ist ein mittelbrauner Velourhut, den einer der Verbrecher getragen hat. So sahen diese sogenannten Gesundheitssandalen aus. Sie hatten eine Holzsohle mit einem dunklen Lederriemen. Die Dinge, die uns umgaben, wurden uns unheimlich. Das, meine Damen und Herren, ist das Medaillon, das die Kripo am Tatort gefunden hat. So sieht der Schlüssel zum Bankgebäude. Was heißt uns? Es gab ja auch viele Kinder, die nicht XY gucken durften. Viele Eltern haben das ja nicht erlaubt. Auch in meinem direkten Freundeskreis hatte ich, weiß ich noch, da waren andere Kinder, die gesagt haben, nein, ich darf das nicht gucken. War ja auch vielleicht vernünftig von Eltern, das Kinder nicht gucken zu lassen. Ne? Also insofern, es gab ja solche und solche. Ne? Die einen haben es gucken lassen, die anderen nicht. Beide aus Identität mitgenommen haben. Sie kann also, je nachdem, ob sie von einem Jungen oder einem Mädchen getragen wird, hellbraunen Halbschuhe. Wer hat vor dem 25. Februar jemanden mit einem Säugling in dieser Kleidung gesehen? Oder wer weiß, wo ein solches Kind verschwunden ist? Gingen die Eltern aus, versteckten wir ein Küchenmesser unter dem Kopfkissen, platzierten ein Nudelholz neben der Haustür. Sie hat als Kind ein Küchenmesser unter ihrem Kopfkissen versteckt. Na, das ist aber auch schon fast ein bisschen Psycho, oder? Das hätte ich jetzt nicht gemacht, ehrlich gesagt. Auf die Idee wäre ich als Kind nicht gekommen. Ja, die Länge der Haare entspricht genau der Wirklichkeit. Sie könnte in Erinnerung ihrer Bekannter auch so ausgesehen haben. Eduard Zimmermann schien unsere Angst nicht zu kümmern. Brauchte er sie für seine Sendung? Ach! Die Einschaltquoten von XY steigen von Folge zu Folge. Bis zu 25 Millionen schauen monatlich zu. Nur Robert Lemkes Ratespiel Was bin ich und Jimmecks Tierleben sind ähnlich beliebt. 1968 wird aus XY eine internationale Fahndungssendung. Das österreichische Fernsehen beteiligt sich ab heute an unseren Bemühen, den Bildschirm zu einem Instrument der Verbrechensbekämpfung zu machen. Bei Ihnen ist alles klar, Teddy Podgorski? Ja, das ist es, Herr Zimmermann. Teddy Podgorski, genau. Ich darf zunächst guten Abend sagen den Zuschauern in Deutschland und in Österreich. Ich darf Ihnen zugleich Herrn Dr. Weingart vorstellen, Chef der österreichischen Interpol. Er sitzt hier in unserem Informationszentrum. Guten Abend, Herr Dr. Weingart. Ich freue mich, dass die österreichische Polizei jetzt dann in dieser Sendung teilnimmt. Ein Jahr später darf auch die Schweiz mitfahnden. In Zürich, Werner Vetterli, wie schaut es da aus? Tja, es war sehr heiß heute in Zürich. Und Werner in der Vetterli. Schweiz, also waren die Leute später bequem, war dann ja Konrad Tönz, der war natürlich viele Jahre. Um zum Telefon zu gehen. Oder sie konnten sich nicht von ihrem Mineralwasser trennen. Oder, was uns der Hauptgrund zu sein scheint, Aktenzeichen war wiederum so spannend heute, dass man nicht sich vom Bildschirm trennen wollte. 16 Millionen Fernsehgeräte gibt es in der Bundesrepublik. 10 bis 12 Millionen davon sind auf den zweiten Kanal geschaltet, wenn monatlich an einem Freitag Eduard Zimmermann mit Aktenzeichen XY ungelöst über den Bildschirm kommt. In den Urlaubsorten wie hier in Zell im Zillertal drängt man sich vor den Geräten wie sonst nur bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist doch auch geil, ne? In so einer großen Gemeinschaft, in so einem großen Saal gemeinsam XY gucken. Wie geil ist das denn? Das macht ja heute gar keiner mehr. Am besten auch auf einer Film mit einem Beamer auf einer großen Leinwand, ne? Da würde ich auch hingehen. Aber gut, jetzt heutzutage finde ich XY nicht mehr so doll wie damals. Der Kult ist einfach nicht mehr so da, aber damals wäre das doch geil gewesen. Das gemeinschaftlich abends mit Leuten gucken, cool. Freitag, 6. März 1970. Auf dem Hof des sogenannten Suti-Verbrauchermarktes in Röhsdorf bei Bonn steht gegen 19.30 Uhr der Wagen der Inhaberin Elisabeth Sutorius zur Abfahrt bereit. Die Verkaufsräume sind seit einer halben Stunde geschlossen. Die Verkäuferinnen sind bereits gegangen. Lediglich Frau Sutorius, ihr Sohn Gerd und zwei leitende Angestellte befinden sich noch auf dem Gelände.
Genau um diese Zeit geht Karl Jäger, ein Mann, der in unmittelbarer Nähe wohnt, mit seinem Hund spazieren. Er kommt dabei direkt am Gelände des Verbrauchermarktes vorbei. Unvermittelt wird Karl Jäger Zeuge eines Verbrechens. Achtung, das ist ein bewaffneter Raubüberfall. Na los, die Hände hoch! Wo habt ihr das Geld? Wir haben kein Geld. Frau Sutorius lässt sich nicht einschüchtern. Ist ja nett, dass er noch extra dazu sagt, das ist ein bewaffneter Raubüberfall, ne? Darauf wäre sie jetzt gar nicht von selbst gekommen, wenn jemand mit Maske und Pistole vor ihr steht, ne? Dann. Ach so, das ist jetzt so ein bisschen. Das ist ja fast so ein bisschen wie Mama Papa Zombie. Kennt ihr die Doku? Gibt's auch auf DVD jetzt, wo die Eltern da in der Schulklasse sitzen und sich da einen Zombie hing am Glockenseil angucken und alle völlig entsetzt sind. So, daran erinnert mich das gerade. Tja, Oma, vielleicht kannst du ja auch einen Beitrag leisten zur Aufklärung. Ne? Und er hat sich hier vorne ein Bier gegönnt erstmal. Inhaberin des Verbrauchermarktes durch den Schuss erheblich verletzt ist, gelingt es ihr, die Tasche mit dem Geld unbemerkt beiseite zu schaffen. Alles stehen bleiben, sonst schießen wir. Was faszinierte unsere Eltern damals so? War es die Lust an der Angst? Die Belohnungen? Inzwischen hat sich Karl Jäger über ein Nachbargrundstück. Naja, natürlich, es ist. Warum sind True Crime-Dokus so extrem beliebt bis heute? Ja, es gibt ja rauf und runter True Crime. Im Internet, auf YouTube und auch in Mediatheken. Das ist ja extrem beliebt, weil es natürlich einen gewissen Gänsehautfaktor hat. Ja, klar, das ist doch klar. Das ist nun mal so. Das ist halt so die Faszination des Schreckens. Was sonst? Klar. Aber hier ja auch noch obendrein mit dem Nebeneffekt, dass eben Verbrechen aufgeklärt werden können. Das ist ja der Punkt, ne? Des Verbrauchermarktes genähert. Er selbst beobachtet jetzt unbemerkt den Rückzug der Täter. Ruhig Blut, Junge. Fühlten Sie sich selbst noch als Opfer, nachdem Sie den Krieg verloren hatten und vor der Welt als Täter standen? Ach. Als wenige Minuten später die Polizei am Tatort eintrifft, was kommt sie denn nur? Karl Jäger mit ziemlicher Sicherheit an. Aus was für einer Ecke kommt sie denn jetzt? Welche Autotypen die Verbrecher benutzt haben. Es scheint, als hätte das Land auf Zimmermann gewartet. Tja. Von der ersten Stunde meiner Geburt klebte etwas Illegales an mir, schreibt Eduard Zimmermann in seiner Autobiografie. Ich wollte gerade sagen, was meinen Sie denn damit? Er wird 1929 in München geboren. Seine Mutter ist Kellnerin und wird von einem Stammgast schwanger, mit 17. Er wächst in prekären Verhältnissen auf, mal bei einer Pflegefamilie, mal bei der ungeliebten Großmutter. Sein Vater wird sich zeitlebens nicht um ihn kümmern. 1944, mit 15, ist er bei der Flieger HJ und träumt davon, als Pilot das Vaterland zu verteidigen. Nach Kriegsende, auf sich allein gestellt, schlägt er sich als Zirkuszeltarbeiter oder auf dem Schwarzmarkt durch und wird mehrmals von der Polizei aufgegriffen. Mit 18 flüchtet er aus dem Nachkriegschaos nach Schweden, als blinder Passagier und unter einer falschen Identität. Mit einem gefälschten Diplom findet er schließlich Arbeit als Straßenbauingenieur. Spätestens hier liest sich seine Nachkriegsbiografie etwas rätselhaft. 1950 reist er zurück nach Deutschland, in die sowjetisch besetzte Zone, um eine Reportage zu schreiben für eine schwedische Zeitung. Immer noch unter falschem Namen wird er wegen angeblicher Spionage vom sowjetischen Militärgericht zu 25 Jahren Haft verurteilt und kommt ins berüchtigte Gefängnis Bautzen. Dort wird er brutal misshandelt. Er leidet eine schwere Gehirnerschütterung. Das ist das geilste Foto hier von Ede. Ja, nun, ja. Das ist, ja, klar. Ich meine, nach dem Krieg, das war eine harte Zeit. Man musste sich durchschlagen irgendwie. Es gab nichts zu essen. Klar, da herrschte erstmal Chaos. Da musste man erstmal irgendwie sehen, wie man irgendwie zurechtkommt. Nach 4 Jahren kauft die BRD ihn
und weitere 6.000 Häftlinge frei. In Hamburg bietet er seine Bautzenerlebnisse der Bild und anderen Boulevardzeitungen an. Damit gelingt ihm der Einstieg in den westdeutschen Journalismus. Er führt ihn nach Mainz zum frisch gegründeten ZDF. Vorsicht Falle, ja, das gab's vorher schon. Die Sendung Vorsicht Falle wird sein Durchbruch beim Fernsehen. Er heiratet, adoptiert die zwei Töchter seiner Frau und baut ein Haus. Endlich verläuft sein Leben in geordneten Bahnen. Nee, wieso? Das Haus hat er doch vorher schon gebaut. Das war doch der Grund für Vorsicht Falle. Oder nicht? Er hat doch Vorsicht Falle hat er doch gegründet, weil man ihn beschissen hat bei dem Haus. Man hat nämlich ein Fertighaus sozusagen in Fertigteilen geliefert und das Dach war nicht dabei. Und da hat er gesagt, wo ist denn das Dach? Ja, das Dach müssen Sie extra kaufen. Wussten Sie das nicht? Da ist er aufs Kreuz gelegt worden. So, und das war für ihn der Auslöser, Vorsicht Falle zu gründen als Sendung, um vor Betrügern zu warnen. Also so kenne ich das zumindest. Jetzt sagt sie plötzlich, er hat Vorsicht Falle gemacht und hinterher baut er sein Haus. Stimmt doch gar nicht. Ja, da ist ein Dach auf dem Bild. Ja, das hat er dann natürlich nachkaufen müssen, logischerweise. Da haben sie ihn ja quasi, aber trotzdem haben sie ihn aufs Ohr gehauen. Ne? Also das ist zumindest die Geschichte, die ich kenne. Aber weiß nicht, was die wieder für Informationen hat. Wir sind entschlossen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und den Zusammenhalt der deutschen Nation zu wahren, die Freiheitsrechte und den Wohlstand unseres Volkes zu erweitern. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Ja. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Ende 1969 wird Willy Brandt Bundeskanzler und regiert mit der FDP. Ein Machtwechsel in Bonn nach 20 Jahren CDU. Mit dem Machtwechsel ändert sich der Zeitgeist. Die neue Regierung hat viel vor. Der Zeitgeist ist vorher schon da und der führt dann zum Machtwechsel. Ist auch Quatsch, was sie da erzählt. Ein Regierungswechsel ist immer auch ein Ausdruck von Änderung des Zeitgeistes, oder nicht? Volljährigkeit ab 18, mehr sexuelle Selbstbestimmung, ein neues Ehe-, Familien- und Strafrecht, seit der NS-Zeit unverändert. Die Konservativen halten dagegen, auch das ZDF. Wurde es doch 1963 auf Initiative von Adenauer gegründet, um der für ihn zu linken ARD etwas entgegenzusetzen. Zimmermann nimmt den Auftrag ernst. Dafür wird er heftig kritisiert. Seine Sendung fördere das Denunziantentum. Höhepunkt der Attacken? Eine einstündige Reportage in der ARD. Guten Abend, meine Damen und Herren. Diese Reportage Zimmermanns Jagd, die suche ich immer noch. Andere suchen die auch. Also wenn jemand die haben sollte, die soll mal auf YouTube mal gewesen sein eine Zeit lang, aber die gibt es die leider nicht mehr, mir gerne mal zukommen lassen, wenn die jemand hat. Ne? Die würde mich sehr interessieren. Das ist nämlich gleich sehr spannend, was wir jetzt hier als Ausschnitt sehen. Diesmal bittet sie Zeichen der Zeit um ihre Aufmerksamkeit. Es geht um den bekannten Gangsterschreck Eduard Zimmermann, der auch Ganoven-Ede genannt wird. Immer wieder entstehen böse Pannen aus dem Jagdfieber und dem aggressiven Misstrauen, das durch die Sendung angeheizt wird. Hier ein Beispiel. Das Abenteuer einer jungen Notärztin, die in München zu einer Kranken gerufen wurde, als XY lief. Ich stand hier mit meinem Köfferle und der hat sich dann so hingestellt und gesagt, nein, Sie kommen hier nicht durch, Sie sind eine Betrügerin. Und hat dann gesagt, ja, er würde gerade die Sendung XY sehen und wenn jemand mitten in der Nacht kommen würde und klingeln würde und sagen würde, ob da jemand krank sei oder so, dann wäre das sowieso schon verdächtig und so jemand. Es war aber erst halb neun. Es war dreiviertel neun ungefähr, ja. Und hier nun haben wir Herrn Zimmermann persönlich. Naja, da hat sie sich jetzt, haben sie sich eine rausgesucht, die so eine These aufstellt. Das kann man doch nicht verallgemeinern. Zimmermann hat im Vorfeld darauf bestanden, nur auf vorher vereinbarte Fragen zu antworten. Eine Diskussion lässt er nicht zu. Die Sendung erzeugt nach unseren Feststellungen bei den Zuschauern aggressives Misstrauen, das immer wieder zu Zwischenfällen führt. Siehe den Vorfall mit der Notärztin, der ja nur einer von vielen dieser Art ist.
Ich finde, es sieht sehr schlecht aus um Ihre These, wenn Sie trotz monatelangen Suchens kein besseres Beispiel gefunden haben als die Sache mit der Notärztin. Auch dieser Vorfall hatte ganz andere Ursachen, als Sie hier den Zuschauern weismachen wollen. Es war damals die Zeit der Attentate auf dem Münchner Flughafen und gegen das israelitische Altenheim in München. Und hier im Polizeiprotokoll steht, ich darf es vielleicht zitieren, warum der Mann, der die Frau nicht in seine Wohnung gelassen hat, Angst vor ihr hatte, als sie plötzlich nachts vor ihrer Tür stand und, die Polizei gerufen hat. Ja, aber es war dunkel. Ich bin Jude, schreibt der Mann im Polizeiprotokoll, und aus diesem Grund besonders vorsichtig. Übergriffe in der letzten Zeit, insbesondere gegen Juden gerichtete, ließen es mir geraten erscheinen, eventuellen Besuchern besonders zur Nachtzeit kritisch und vorsichtig gegenüberzustehen. Wissen Sie, ich halte es für besonders geschmacklos. Die begreifliche Angst eines jüdischen Mitbürgers... Jetzt wirklich unverschämt. Also nein, dann lesen Sie bitte das ganze Protokoll vor. Aus dem eindeutig hervorgeht, dass die Polizei nur... So kommen wir nicht weiter. Wir haben beschlossen, dass wir keine Diskussion führen wollen. Das ist das Erste, was der Mann gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin Jude und ich habe deshalb eine begreifliche Angst. Sie versuchen jetzt hinterher etwas hineinzugeheimnissen. Und ich muss Ihnen sagen, ich halte es für besonders geschmacklos, die begreifliche Angst eines jüdischen Mitbürgers hier in aggressives Misstrauen umzumünzen, das plötzlich von unserer Sendung hervorgebracht werden soll. Es konnte nicht ausbleiben, dass sich gegen den neuartigen Einsatz des Bildschirms vereinzelt auch kritische Stimmen zu Wort gemeldet haben. Die Zuschauer sind in ihrer überwältigenden Mehrheit weder anonyme Denunzianten, noch sind sie darauf erpicht, ihre Nachbarn anzuschwärzen. Sie fühlen sich genauso wenig wie wir als Pseudopolizisten oder gar Menschenjäger. Naja, heutzutage hat das Denunziantentum wieder ein bisschen zugenommen, ne? Wer politisch nicht ins Raster passt oder ins Weltbild passt, den denunziert man natürlich gerne mal, ne? Kennen wir ja. Damit ist der Fall für Zimmermann erledigt. Ja, und? Den Zeitgeist kann er nicht aufhalten. Ende der 60er Jahre erfasst die Sexwelle die Republik. Im Kino und im Fernsehen geht es jetzt ständig um Sex. Ist widerlich so weit. Oh, ganz interessant. Zu viel nackte Weiber. Naja, ist zu sexy. Nackte Weiber und so. Moment mal, das können Sie hier nicht machen. Was waren Sie denn da? Naja, da bringen Sie als Beispiel jetzt schon ausgerechnet den vergleichsweise biederen zur Sache Schätzchen mit Uschi Glas. Ich meine, da gab es doch nur ganz andere frivole Filme zu der Zeit, ne? Aber das wollte sie wohl nicht zeigen. Progressive Pop, Blues und Informationen in den nächsten 60 Minuten für alle, die anderswo nicht bedient werden. An Gruppen stellen wir heute die folgenden vor. Man, yes, Caravan, Champion Jack Dupree in his group. Überhaupt verändert sich das Fernsehen. Auf einmal gibt es eine Jugendsendung ganz ohne pädagogischen Zeigefinger. Das war über die Musik vom Musikladen, nicht vom Beatclub. Wir beginnen zu ahnen, dass es noch eine andere Welt da draußen gibt, die nichts mit der Welt unserer Eltern zu tun hat. Eine Welt voller Freiheit und Abenteuer. Wir hatten ja gerade peinliche Tanzszenen zusammengestellt in der ersten Folge von unserem Aufnahmestudio, aber die ist mir durch die Lappen gegangen, diese Tanzszene. Damen und Herren, das hat nichts mit dem Respekt vor der persönlichen Freiheit zu tun. Aber ich glaube, wir müssen, so gut wie wir es immer können, verhindern, dass jungen Menschen unter dem Mantel der Harmlosigkeit ein trügerisches Glück vorgegaukelt wird, das im völligen Ruin endet. Siegfried Nietzsche kommt nach Hause. Aber er ist offensichtlich in einem Zustand, in dem man mit ihm nicht ernsthaft reden kann. Da bist du ja endlich. Siegi, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich habe auf dich gewartet. Siegfried nimmt seine Mutter überhaupt nicht wahr. Sie glaubt zuerst, er sei betrunken. Den Fall kenne ich gar nicht. Siegi, lass doch den Unsinn. Hör mir doch mal zu. Siegfried! Alle Versuche, mit ihm zu sprechen und ihn zur Vernunft zu bringen, bleiben vergeblich. Okay. Die Schuld an seinem Tod trägt Siegfried Nietzsche ganz allein. Nach einem Täter wird in diesem Filmfall gar nicht gefahndet. Er dient allein zur Abschreckung.
Sogar die echte Mutter des Toten kommt vor die Kamera. Ein Novum bei XY. Ich kann das nicht begreifen, das kann nicht wahr sein. Ich habe das auch beteuert, das wäre nicht wahr und so weiter. Und die haben mir doch gesagt, das stimmt. Ich habe Siegfried oft gewarnt und habe gesagt, Siegfried, bitte sei so lieb, mach doch so etwas nicht. Und, aber ich hatte keinen Einfluss auf ihn. Ich wünsche das keiner Mutter. Die Folge kenne ich gar nicht von XY mit diesem Drogen mit der Mutter. Habe ich noch nie gesehen. Von wann ist denn die? Das ist ja interessant. Die müssen wir aber beim nächsten Live-Kommentar, wenn wir mal wieder XY gucken, müssen wir die auf jeden Fall mal gucken. Ja, gut, das war aber auch die einzige Ausnahme, dass mein konkrete, echte Angehörige zu Wort kam in diesem Fall. Das hat er sonst ja nicht gemacht. Später bei Rudi Zerne haben sie das mal eine Zeit lang sehr massiv gemacht. Nachdem Ede schon außer Dienst war. Ne? Naja, es diente wohl in diesem Fall einfach vor Drogen zu warnen. Ne? Das war wohl der Sinn dieses Falls. Donnerstag, 23. Oktober 1969, 15.30 Uhr. Auf dem Zentralbahnhof in Amsterdam kommt der 55-jährige Sparkassenangestellte Ernst Darkin in der Stadt an. Er ist in Amsterdam kein Fremder. Seit 18 Jahren verlebt Darkin seinen Jahresurlaub in Holland. Ausflüge in die nahegelegene Metropole gehören zu seinen festen Gepflogenheiten. Ja. Die Welt von XY ist von Anfang an auch ein Spiegel ihrer Zeit. In seiner März-Sendung von 1970 behandelt Eduard Zimmermann zum ersten Mal einen Fall über ein homosexuelles Opfer. Ein halbes Jahr zuvor war der homophile Neigung 75 reformiert worden. Ja. Seit 100 Jahren waren bis dahin sexuelle Handlungen zwischen Männern strafbar. 50.000 waren in der BRD noch als Täter verurteilt worden. Was halten Sie von Homosexuellen? Das ist was Scheußliches. Ich möchte mit den Dingen überhaupt nichts im Sinn haben, gar nicht. Sie möchten sich gar nicht damit befassen? Nein, gar nicht. Mir ist das so zuwider, ja. Genauso wie man sich Rauchen abgewöhnen kann oder Trinken abgewöhnen kann, müsste man sich das auch abgewöhnen können. Ach so. Ja. Sie verurteilen es nicht? Nein, haben wir ein Recht dazu? Gesetzt den Fall, Sie hätten einen Sohn, der so wäre. Auf jeden Fall würde ich meinem Sohn erstmal eine ganz attraktive Freundin verschaffen. Irgendwie. Ach so, na, so einfach ist das, ne? Dass er dann auch mal das Weibliche entdeckt. Ein Mann, der durch seine Lebensführung erhöhten Risiken ausgesetzt war, ohne dass er selbst viel daran ändern konnte. Genau. Frauen sagten ihm nichts. Oder Frauen spielen in seinem Leben keine Rolle. Das waren immer so die Formulierungen, die gewählt wurden, weil man das Wort schwul halt nicht in den Mund nehmen mochte. Sie können sich nicht ändern und müssen ihrer Lust folgen. Waren die Männer am Ende selbst schuld, wenn sie umgebracht wurden? Wer sagt das denn? Er hat doch gerade im Kommentar gesagt, die Leute, die können nichts dafür, diese jungen Männer, die sind eben so, haben sie sich nicht ausgesucht. Jetzt kommt sie mit so einem blöden Kommentar, das hat er ja genau so nicht gesagt. So Quatsch. Mit beispielloser Brutalität sticht er danach mit einer Schere noch mehrmals auf sein Opfer ein. Tja. Morde dieser Art, Herr Dittrich, sind ja für die Kripo immer besonders schwierig zu lösen, nicht wahr? Ja, Herr Zimmermann. Das liegt daran, dass die persönlichen Beziehungen der Opfer nicht so durchsichtig sind wie bei anderen Menschen in geordneten bürgerlichen Bahnen. Kommt in den XY-Folgen der ersten Jahre ein Mordfall aus dem Milieu der Prostitution vor, wird das nie ausgesprochen. Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 22.30 Uhr, eben auch nicht, wird Erna Krug am Börsenplatz in Wilhelmshaven gesehen. Sie ist 45 Jahre alt und seit mehreren Jahren geschieden. Zwei Taxifahrer,
die Frau Krug seit mehreren Jahren kennen, haben das Gefühl, dass sie auf jemanden wartet. Sie wissen, dass Erna Krug viele Männerbekanntschaften unterhält und sich öfter auf dem Börsenplatz mit ihren Freunden trifft. Und sie wissen auch, dass die Frau manch einen Mann schnell entschlossen mit nach Hause nimmt, wenn er ihr gefällt. Hast du den Kapitän hier schon mal gesehen? Der aus Jever? Mhm. Nee. Vielleicht ist das der Viehhändler. Viehhändler? Was denn für ein Viehhändler? Na, die Erna soll da einen Freund in Jever haben. Einen Viehhändler, hat sie doch mal erzählt. Weiß ich nichts von. Das sagt man. Voll die von Pösel, ne? Ist das doch. Nach Hause gekommen. Ich bin ja auf der Treppe begegnet, als genau. Sie aufgekommen sind. Wie viel Uhr war das? Wissen Sie das noch? Tja, das muss so kurz nach 9:30 gewesen sein. Ich hatte nämlich gerade vorher auf die Uhr geschaut, weil ich noch ein paar leere Flaschen runtergebracht habe. Zum Mülleimer. Mhm. Und da ist mir die Frau Scheierke im Treppenhaus begegnet. Auch hier folgen Männer ihrer Lust. Aber sie müssen ihre Lust nicht verstecken. Sie sind Teil der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, Familienväter. Das war nun damals mal so. Ich habe die noch nie gesehen, ihr habt hier im Calypso. Die waren alle so um die 50. Gott, wie die aussehen. Einer war vielleicht ein bisschen jünger. Sie machten alle einen guten Eindruck, fast wie Geschäftsleute, möchte ich mal sagen. Tja. Opfer werden aber nicht die Freier, sondern die Frauen. Ermittlungen der Polizei führen nach Nürnberg, wo Heidi Berchner die letzten 10 Jahre und auch die letzten Wochen ihres Lebens zugebracht hat. So, Frau Berchner. Am 11. Februar 1970, 16 Tage vor ihrem Tod, wird sie aus einem Nürnberger Krankenhaus entlassen. Eine Woche lang ist sie dort in stationärer Behandlung gewesen. Jetzt beginnt für sie wieder das alte Leben, von dem sie aus eigener Kraft nicht loskommt. Nachtlokale, Alkohol, kurze Männerbekanntschaften. Ja, aber ist denn jetzt irgendwas falsch an der Darstellung? Also war es in Wahrheit gar nicht so, oder? Das wird doch nur das erklärt, was Sache ist. Hm? In den folgenden Tagen wird Heidi Berchner immer wieder in den gleichen Lokalen in der Nürnberger Altstadt gesehen. Am Nachmittag in der Gaststätte Rote Mühle und am Abend im Oberbayern. Beide Male sind an diesem 23. Februar 2 bis heute unbekannte Männer bei ihr. Ja, zwei Kerle gleich. Die nächsten 4 Tage bis zu ihrem Tod verbracht hat, ist bis heute ebenfalls nicht bekannt. In der Nacht vom 27. zum 28. Februar ist sie dann bereits tot. Der Mann schleift die Leiche, die in eine Wolldecke gewickelt ist, einige Meter in den Acker und übergießt sie mit Benzin. Dann steckt er sie an. Ich sage Ihnen sicher nichts Neues, meine Damen und Herren. Frauen, die so wie Heidi Berchner ihr Leben in Kneipen und mit vielen mehr oder weniger zufälligen Männerbekanntschaften verbringen, leben gefährlich. Ja. Und? Ist es falsch? Achso, mit dem Mädchen. Wo der dachte, das Mädchen wäre tot, ja. Eine Sendung habe ich bis heute nicht vergessen. Mhm. Sie ist von 1973. Ich war damals 10. Und ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn Sie ausnahmsweise in den nächsten 10 Minuten auch Ihre Kinder zuschauen lassen würden. Sicher haben Sie sie, wie die meisten Eltern, schon einmal eindringlich davor gewarnt, mit fremden Leuten... Voll diese blöde Hintergrundmusik die ganze Zeit. Aber die Erfahrung der Polizei zeigt, dass Kinder trotzdem immer wieder mitgehen und mitfahren. Einfach, weil sie keine konkreten Vorstellungen davon haben, wie die Gefahr, von der da gesprochen wird, aussieht. Ja, eben. Auf einmal soll ich mir die verbotene Sendung anschauen. Triberg im Schwarzwald. Hast du doch immer, denke ich. In der Schule am Rande der Stadt ist an diesem Vormittag der Unterricht wie gewöhnlich verlaufen. So,
Wir stecken jetzt alle mal so einen Turm zusammen. Das Mädchen Lydia ist heute 10 Jahre alt geworden. Sie freut sich schon auf ihre Geburtstagsfeier. Trotzdem arbeitet sie auch an diesem Tag im Unterricht eifrig mit. Das sind mehr rote Glitz. Richtig. Du kannst jetzt auch deine Sache einpacken und heimgehen. Au, danke. Das Mädchen hat gleich morgens gefragt, ob es schon ein paar Minuten vor Schulschluss nach Hause gehen dürfe, um die Geburtstagsfeier vorzubereiten. Und der Lehrer hat dem Kind die kleine Bitte gerne erfüllt. 25 Minuten später ist das Mädchen in ihrem Heimatdorf Schönwald. Hier muss sie von der Bushaltestelle noch 1,5 Kilometer zu Fuß gehen. Sie beobachtet die vorbeifahrenden Autos in der Hoffnung, dass vielleicht ein Bekannter aus ihrem Ort klassischer bei schlechtem Wetter versucht, Schulranzen, sie, trotz ne? aller Warnungen ihrer Mutter, auch manchmal unbekannte Autos anzuhalten. Ja. So gut, wenn Kinder davor gewarnt werden. An diesem Tag hält ein fremder Autofahrer von selbst an. Ein Mann in einem hellen Kombiwagen mit Freiburger Kennzeichen. Hast du weit? Willst du ein Stück mitfahren? Ich weiß nicht. Wo wohnst du denn? Wo willst du denn hin? Da vorne, hinter dem Skilift. Neben der Straße ist unser Haus. Na, dann steig schon ein. Ich habe auch ein Gutzle für dich. Komm. Ein Gutzle? Ein Bonbon. Sie wundert sich zunächst darüber, dass der Mann gar keine Anstalten macht, ihr das versprochene Bonbon zu geben. Halt, da drüben wohne ich. Ach was, ich bring dich nachher wieder her. Jetzt fahren wir erst noch ein bisschen spazieren. Das Mädchen wagt nicht zu widersprechen. Sie spürt, dass der Mann doch nicht so freundlich und gutmütig ist, wie sie anfangs geglaubt hatte. Aber sie ist in dem fahrenden Auto praktisch gefangen. Ihr fällt ein, dass ihre Mutter sie immer vor Sittlichkeitsverbrechern gewarnt hat, die mit Kindern in den Wald fahren. Tja, das Mädchen hat jedoch nie so recht verstanden, was das Wort bedeutet. Und sie versteht auch jetzt noch nicht, was der Mann mit ihr vorhat. Sie hat nur instinktiv Angst vor ihm. So, jetzt zieh dein Hösle aus. Nein, das will ich nicht. Aua! In ihrer Verzweiflung gelingt es Lydia, die Autotür zu öffnen und in den Wald zu fliehen. Doch der Mann verfolgt das verängstigte Kind. Und er ist offensichtlich entschlossen, das Mädchen nicht lebend entkommen zu lassen. Ja, es ist sehr beklemmt. Gar keine Frage. Nach 5 Stunden erwacht Lydia aus einer tiefen Bewusstlosigkeit. Das Mädchen, das der Täter zweifellos für tot gehalten hat. Trotz ihrer schweren Verletzungen schafft sie es, sich durch den Wald bis zu einem nahegelegenen Haus zu schleppen. Ja. Dass der fremde Mann Lydia vergewaltigt hat, erfahren wir nicht. Was eine Vergewaltigung ja, war. Ja, was soll denn nun? Soll es nun deutlich gesagt werden, soll es nicht deutlich gesagt werden? Es kritisiert sie wiederum, dass das nicht gesagt wurde. Ja, was ist denn nun richtig aus ihrer Sicht? Wussten wir Kinder sowieso nicht. Dafür gab es keine Sprache. Wir lernten durch dieses Beispiel nur, nicht zu fremden Männern ins Auto zu steigen. Ja. Aber das hatten uns die Eltern schon 100 Mal gesagt. Ja, und? Hat wohl nicht gereicht. Seit dieser Sendung laufe ich nicht mehr gern allein durch den Wald. Ja, und vielleicht gut. Bin ich nicht die Einzige. Na, siehst du. Also hat es auch seine Wirkung gehabt. Also wollen wir ja bitte mal festhalten, dass durch XY dieser Fall gelöst wurde. Der Typ hat nämlich einen sehr auffälligen Werkzeugkasten im Auto gehabt. Und das ist Zuschauern, das ist ihnen gezeigt worden. Hier, der Werkzeugkasten sah ungefähr so und so aus. Und dann haben Zuschauer sich gemeldet und auf den hingewiesen. Und dann haben sie den geschnappt, den Kerl. Und in einer Sendung später ist das denn berichtet worden, dass der Fall gelöst ist. Ja, und? Was wäre denn jetzt besser gewesen? Den Fall nicht zu zeigen und den Typen weiter frei rumlaufen zu lassen, mit der Gefahr, dass er sich das nächste Mädchen gegriffen hätte vielleicht? Und dann in dem Fall vielleicht sogar getötet hätte? Also bitte, das ist doch genau... Aber das sagt sie jetzt natürlich nicht. Das lässt sie weg, dass der Fall durch XY gelöst wurde, ne? In den vergangenen 4 Wochen seit unserer letzten Sendung habe ich ein paar Mal einen recht... Ja, genau. Er hat ja gesagt zu dem Mädchen, zieh dein Hösli aus. Genau, dadurch ist ja im Prinzip schon klar, was er wollte. Stimmt, ja.
Also insofern, das ist doch eh, ist doch klar gewesen, was die Absicht war. Muss man das dann nochmal so extra sagen? Weiß ich nicht. Ein gutes Gefühl gehabt. Und zweimal dann, wenn ich mit dem Auto unterwegs war und dann den Autobahnauffahrten die jungen Leute stehen sah, die jetzt per Anhalter in die Ferien reisen. 1. Juni 1971, Dienstag nach Pfingsten. Eines von vier Mädchen, die im Telegrafenamt in Ravensburg an den Fernschreibern Dienst tun, ist die 21-jährige Frauke Eckert. Sie ist seit einem Jahr hier angestellt. Simone Rethel, sag mal. Sie haben mir Urlaub eingereicht, vom 7. Juni bis zum 14., also vom kommenden Montag an. Bleibt es dabei? Ja, natürlich. Ich habe nämlich Gelegenheit, für eine Woche mich nach Kopenhagen zu fahren. Na, ist gut. Ich sorge dann für eine Vertretung in Ihrer Schicht. Sie sind aber am 15. wieder da. Selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Lechner. Frauke Eckert ist zwar bei ihren Kolleginnen und Vorgesetzten recht beliebt, gilt aber als verschlossen und etwas kontaktarm. So hat sie von dem bevorstehenden Urlaub nicht einmal den Eltern oder Freunden etwas erzählt. Die Kundin, die für eine französische Freundin einen Fotoapparat ersteht, ist die 27-jährige Sprachstudentin Gerda Oeth. Sie studiert in Paris und hat hier in München eine Zusatzprüfung abgelegt, um in Frankreich als Deutschlehrerin arbeiten zu können. Noch heute will sie als Anhalterin die Rückreise in die französische Hauptstadt antreten. Samstag, 2. September 1972. In Remetschwil packt die Hausgehilfin Anna-Maria Blattert gegen 14 Uhr ein paar Kleidungsstücke zusammen. Sie hat über das Wochenende frei und möchte wie immer für zwei Tage zu ihren Eltern nach Dillendorf fahren. Ja, was? Meist legt sie die etwa 50 Kilometer lange Strecke. Jetzt haben wir gerade für andere Ausschnitte erst gesehen. Was will uns denn damit, was soll uns damit gesagt werden? Remetschwil nach Dillendorf sehr umständlich. Was will sie uns wieder sagen jetzt mit diesen Ausschnitten? Das ist irgendwie so... So eine Aneinanderreihung irgendwie. Es hat überhaupt keinen roten Faden. Für uns endlich raus aus dem spießigen Elternhaus. Ausgehen. Quer durch Europa reisen. Die Welt sehen. Unabhängig sein. Ja. Und? Hielten wir an der Autobahn den Daumen raus, ließen wir alles hinter uns. Sollten das alles nur die Männer dürfen? Sie hat Glück gehabt an diesem Tag. Sie ist in großen Etappen schnell vorwärts gekommen. Aber sie hat trotzdem noch eine weite Strecke vor sich. In einem besonders bizarren Filmfall von 1968 wird ein Mann gesucht, der Anhalterinnen aufgabelt, ihnen dann eine Art K.O.-Tropfen verabreicht, um sie anschließend zu vergewaltigen. Ich habe einen schrecklichen Durst. Hinter meinem Sitz ist eine Flasche und ein Glas. Dürfen Sie mir bitte eingießen? Ja, gern. Der ist schon spitz wie Nachbars Lumpi. Barbara macht sich zwar nicht viel aus Wermut. Sie verträgt auch ganz allgemein nicht viel Alkohol. Aber sie möchte den freundlichen Fahrer nicht beleidigen. Ich werde richtig müde. Na, dann gehen wir mal ein paar Schritte. Barbara versteht nicht, woher die plötzliche Müdigkeit kommt. Sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Durchaus verstehen, wenn Sie über Ihre Erlebnisse nicht mit einem Mann sprechen wollen. Aber gehen Sie doch zur nächsten Polizeidienststelle und bitten Sie, dass eine Kriminalbeamtin zu Ihnen kommt. Natürlich können Sie auch mich hier im Studio anrufen. Und seien Sie versichert, kein Außenstehender wird von Ihrem Missgeschick erfahren. Nee, Missgeschick ist ein auch mit, wenn's dir lieb ungünstiges nein, Wort. Ne? Ich komme schon heim. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, mach's gut. Komm gut heim. Frau Geeckert wird das sogenannte Missgeschick nicht überleben. Welche
Welches Mädchen wollte noch trampen, nachdem es XY gesehen hatte? Ja, und? Trampen war ja auch gefährlich damals. Das ist vieles passiert. Ne? Heutzutage ist das nicht mehr so schlimm, weil alle haben ein Smartphone, jeder ist irgendwie in der Lage, sofort Hilfe zu holen oder sich irgendwie orten zu lassen und so. Das riskiert heute keinen Mann mehr. Und die Frauen sind da wahrscheinlich auch natürlich entsprechend. Und die Männer sind auch anders wahrscheinlich heutzutage als früher. Aber damals war das eine Gefahr, die natürlich da war. Und es ist doch richtig, davor zu warnen. Ne? Es ist ja passiert. Er hat sich's ja nicht ausgedacht. Das ist ja passiert, was wir da gerade gesehen haben. Im Juli 1971 titelt der Stern: Wir haben abgetrieben. Initiatorin der Kampagne: Ali Schwarzer. Wir können uns die Debatte um den Paragraf 218 sogar im Fernsehen anschauen. Der Fall, mein Text zeigt das klar, meine Bilder zeigen das klar. Ich will es hier einmal ganz klar und deutlich sagen. Ärzte, die nach bisher geltendem Recht Abtreibung machen, werden von uns Ärzten als nicht als solche angesehen. Frauen sollen weiter zittern, sollen weiter Angst haben. Das ist ja das politisch Entscheidende an diesem Verbot. Ein Gespenst geht um bei den Männern, bei alten und jungen Akademikern. Ja, und heute ist Ali Schwarzer die Feindin der Linken, weil sie sich erlaubt, das Selbstbestimmungsgesetz zu kritisieren. Bald dürfen Frauen ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner arbeiten. Das Scheidungsrecht wird reformiert, die Scheidungsrate steigt beträchtlich. Was ist das denn? Das ZDF reagiert sogar mit einer eigenen Sendereihe zum Thema. Zum Aufruf kommt die Sache Mösmer gegen Mösmer. Ich würde mit aller Konsequenz die Dinge auf mich nehmen wollen, die daraus entstehen. Nur damit entstehen. Sie frei werden können. Damit Sie Ihr eigenes Leben leben können. Habe ich Sie so richtig verstanden? Ja? Es tut mir sehr leid, dass es alles so schwierig im Grunde ist. Aber ja. Aber ja. Mhm. Sie hatten also lediglich das eine Bestreben, von Ihrem Mann wegzukommen, Freiheit zu genießen, eigene Gedanken zu haben, eigenständig zu sein, Erfolge und Misserfolge, wie Sie es in Ihrem Brief ausgedrückt haben, auf sich zu nehmen. Ja, bitte, ja. Ja. Mhm. Also ein eigener Mensch zu sein, ohne an einen anderen Menschen gebunden zu sein. Ja, so ist es. Ich frage Sie, ob Sie der Meinung sind, dass die Ehe unheilbar, wie es zurzeit noch heißt, zerrüttet ist. Ob sie gescheitert ist, wie wir vielleicht später einmal sprechen werden. Wie? Dazu bekenne ich mich schuldig. Und das haben Sie ja dargelegt, eben am Anfang, aus welchen Gründen das der Fall ist. Ja. Sie möchte Anerkennung und freie Entfaltung, einen eigenen Lebensinhalt und sinnvolle Aufgaben. Sie weiß, wer das hat, ist glücklicher als sie, auch wenn es ihm materiell schlechter ginge. Es genügt ihr nicht, sich an einem erfolgreichen Mann emporzuranken wie eine Liane. Sie will selbst stehen. Darum der Ausbruchsversuch. Naja, man kann sich immer über die alte Zeiten echauffieren und sagen, wie damals geredet wurde, wie damals gedacht wurde. Ich hoffe, dass wir in 30 Jahren auch lachend über die heutige Zeit urteilen werden und sagen werden, mein Gott, war das damals bescheuert mit diesem ganzen Woken-Scheiß. Was waren die Leute bekloppt? So, ne? Also über die heutige Zeit hoffentlich lacht man auch irgendwann. Während die meisten Sendungen in Farbe sind, bleibt die XY-Welt bis Ende 1974 schwarz-weiß. Die 41-jährige Frau war in zweiter Ehe mit einem 25 Jahre älteren Behördenangestellten verheiratet. Elfriede Schrobsdorf hat nie sonderlich gut mit Geld umgehen können. Ihr Mann regelte deshalb seit jeher alle Geldangelegenheiten persönlich und hatte es sich auch zur Gewohnheit gemacht, die meisten Einkäufe selbst zu erledigen. Die Frau hatte nie mehr als 3 oder 4 Mark im Haus. Tschüss, Kinder. Macht's gut. Die starke materielle Abhängigkeit und die Belastung durch die 6 Kinder, mit der robustere Frauen durchaus fertig geworden wären, scheinen Elfriede Schrobsdorf überfordert zu haben. Elfriede Schrobsdorf ist von Kindheit an immer ein sehr geselliger Mensch gewesen. Und sie fühlte sich noch zu jung, um nur für den zwar turbulenten, aber doch eintönigen Alltag in ihrem kleinen Dorf zu leben.
so ist sie im Laufe der Jahre mit ihrem Dasein immer unzufriedener geworden. So jung sieht sie gar nicht aus. Tschüss. Das war der Kreimeier damals bescheuert, ja. Werde ich wahrscheinlich selber sagen. Aus diesem später. Leben auszubrechen versuchte und dass es Tage gab, an denen ihr die Geborgenheit des eigenen Heimes nichts mehr bedeutete und sie stattdessen aus dem engen Korsett mit zu vielen Pflichten und Problemen herausschlüpfte. Solch ein Tag war auch der 7. April 1972. Es war ein Freitag. Nach dem Mittagessen packt Elfriede Schrobsdorf plötzlich ein paar Sachen zusammen und verlässt, ohne ihren Mann zu verständigen, das Haus. Offensichtlich ist Elfriede Schrobsdorf von Soltau gleich nach Hamburg weitergefahren. Denn in den nächsten Tagen wird sie dort von mehreren Zeugen. Elfriede Schrobsdorf ist an diesem Nachmittag nicht nach Munster gefahren. So zum Beispiel ein paar Mal im Wartesaal erster Klasse im Hamburger Hauptbahnhof. Ihre Vorliebe für altländische Musik führt sie unter anderem auch mehrmals. Ja, was soll diese manipulative Schneiderei jetzt? Was soll das? Der Arbeiter, den sie bereits am zweiten Abend in Hamburg kennenlernt, erklärt sie, sie wolle am nächsten Tag. 10 Tage ist die Frau jetzt unterwegs. Vielleicht hat sie nun die Absicht, in ihr kleines Dorf in der Lüneburger Heide zurückzukehren. Er ist der Letzte, der die Frau lebend gesehen hat. Elfriede Schrobsdorfs Leiche wurde 400 Kilometer entfernt von ihrem Wohnort gefunden. Ermordet durch 41 Messerstiche. Sie ist nur eine von vielen Frauen in XY, die ihren Aufbruch nicht überleben. Diese Erkenntnis, auf die Straße zu gehen, macht sie zu Ulrike Meinhof. Ja. Ulrike Meinhof ist eine der Frauen, die sich nicht mehr in das alte Rollenbild fügen wollen. Tja. Eine der wenigen herausragenden weiblichen Intellektuellen der 68er-Bewegung. Ich halte die Straße. Ja, und später ist sie eine Mörderin geworden, eine Terroristin. Und? Ist das eine gute Entwicklung gewesen, oder was? Keineswegs. Für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, dann bin ich der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlichen Gebrauch machen. In der Zeitschrift konkret attackiert sie nicht nur die politischen Verhältnisse, sondern auch Eduard Zimmermann. Sie bezeichnet ihn als Fernsehsheriff und wirft ihm Massenbetrug am Bürger vor. 1970 geht sie in den Untergrund und radikalisiert sich. Die RAF tritt in Aktion. Neue Erkenntnisse hat die Kripo schließlich auch in einer Fahndung gewonnen, die durch nahezu alle Zeitungen gegangen ist, ohne Erfolg. Ulrike Meinhof hat ihr Aussehen gründlich verändert. Sie hat ihr langes, dunkles Haar abgeschnitten und blond gefärbt. Sie steht im Verdacht, zusammen mit einer Gruppe von Mittätern an einem Mordversuch und mindestens 3 Banküberfällen beteiligt gewesen zu sein. Obwohl aber nun seit Monaten klar ist, dass die Gruppe nur noch von Gewaltverbrechen mit rein kriminellen Motiven... Das kann ja auch nicht sein, was wir jetzt gerade hier gesehen haben, ne? Also das... 1971 war kein Schaltjahr. Insofern kann es keinen 29. Februar gegeben haben, oder? Oder denke ich gerade falsch? Ja, SNBL 92, das ist in der neuesten Mediatheke Thema. Die Feminismus, Antifeminismus-Doku von Y-Kollektiv. Gibt es einen ausführlichen Beitrag drüber? Massengeschmack TV. Abo lohnt sich. Denn klar ist, dass die Gruppe nur noch von Gewaltverbrechen mit rein kriminellen Motiven lebt, ist es der Polizei nicht möglich, sie zu fassen. Ganz offensichtlich liegt das daran, dass sie immer noch Unterstützung bei Bürgern findet, die sich selbst für honorig halten. Diese Leute stellen zweifellos für uns alle eine große Gefahr dar, solange ihnen das Handwerk nicht gelingt. Also jetzt wirft sie Edith vor, dass er nach Ulrike Meinhof und solchen Leuten da quasi im Fernsehen fahndet. Und sie, Ulrike Meinhof, eine mehrfache Mörderin, wie gesagt,
wird als eine der führenden intellektuellen Frauen der damaligen Zeit hingestellt. Ja, hat sie die nicht mehr alle oder was? Was ist denn das, für eine Umkehrung hier der Dinge? Also ehrlich. Liegt wird. Zimmermanns dunkle Prophezeiungen bewahrheiten sich. Die Entführung von Hans-Martin Schleyer im Herbst 1977 stürzt die Bundesrepublik in eine schwere Krise. Bekannt ist lediglich, das Fahrzeug, mit dem die Täter geflüchtet sind, ein weißer VW Bulli. Der Wagen war höchstwahrscheinlich mit 5 Personen besetzt. Haben Sie denn schon irgendwelche Tatzeugen vernommen? Wir werden sobald wie möglich eine Fahndung über das Fernsehen herausgeben. 4,5 Stunden nach der mutmaßlichen Entführung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Hans-Martin Schleyer fehlt sowohl von dem Wirtschaftsführer als auch von den Terroristen noch jede Spur. Ein anonymer Anrufer bei der Bild-Zeitung in München soll am Abend die Freilassung von Andreas Baader und der anderen in Stuttgart inhaftierten Terroristen gefordert haben. Der Anrufer drohte mit der Ermordung von Hans-Martin Schleyer, falls die Terroristen nicht freigelassen würden. Während ich hier spreche... Warum ruft er bei der Bild-Zeitung an? Ausgerechnet bei der Bild-Zeitung. Warum denn nicht bei den Sicherheitsbehörden? Hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Die Suche nach den Entführern löst die größte Fahndung seit Bestehen der Bundesrepublik aus. Nur Eduard Zimmermann darf noch nicht mitfahnden. Obwohl er doch selbst auf den Todeslisten der RAF steht. Unsere heutige Sendung fällt in einer Woche, an die wir uns sicher alle noch lange erinnern werden. Nahezu alle Menschen in diesem Land hat eine mehr oder weniger ohnmächtige Wut ergriffen, weil sie da sitzen, ohne etwas tun zu können, ohne helfen zu können. Auch bei uns haben sich im Laufe der letzten Tage und Stunden viele Zuschauer gemeldet und uns aufgefordert, etwas zu tun. Aber ich glaube, man muss Verständnis dafür haben, dass in diesen Stunden, in denen sich der Entführte noch in der Hand von Terroristen befindet, unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt werden muss. Denn jede Entscheidung, wie immer sie aussieht, kann für uns alle unabsehbare Konsequenzen haben. Dies muss erfolgen, dass meine Entführer sich nach meiner festen Überzeugung so nicht mehr lange hinhalten lassen. Nach 6 Wochen Entführung wird Schleyers Leiche im Kofferraum eines Autos gefunden. Der deutsche Herbst hat das ganze Land in Angst und Paranoia versetzt. Ja. Damit also kennt Zimmermann sich aus. Die Chance der Polizei, die Mörder zu fassen, liege nicht zuletzt in den zahlreichen Spuren, die die Täter hinterlassen haben und die zum Teil erst jetzt, nach dem Tod von Hans-Martin Schleyer, öffentlich verwertet werden können. Vielleicht ist er noch schuld daran, Reste einer solchen Packung Puffreis. Vielleicht ist er noch schuld daran, dass die RAF sich überhaupt gegründet hat oder was? Oder worauf will sie jetzt hinaus? Wie sah denn Nippon damals aus? So eine flache Packung. Heute sind die ja so angeordnet, die Quadrate, ne? In so einem. Sehr witzig. Puffreis. Steht heute gar nicht mehr drauf, oder? Puffreis würde komisch klingen. Puffreis. Gefunden. Vermutlich haben die Täter auch öfter Milch eingekauft. Auf einem der Videobänder mit Erklärungen von Hans-Martin Schleyer, das sie an die Bundesregierung geschickt haben, ist eine solche Milchtüte Schweizer Herkunft zu erkennen. Naja, ob das... Gesucht werden schließlich auch 3 Gegenstände aus dem Besitz von Hans-Martin Schleyer, die bei dem Toten nicht gefunden wurden. Erstens das Gegenstück zu diesem goldenen Manschettenknopf. Zweitens eine solche dunkle Hornbrille des Fabrikats Rotenstock. Und drittens eine solche goldene Automatikuhr. 2 Ausschnitte aus den Videobändern beweisen, dass Hans-Martin Schleyer während seiner Gefangenschaft sowohl die Brille als auch die Uhr noch besaß. Ja, was ist jetzt die Aussage? Was will sie uns sagen? Nicht nur die RAF, auch der Kalte Krieg verbreitet Angst und Schrecken. Ja, ist auch Ede schuld dran. Das ist den Kalten Krieg. Ede ist an allem schuld. Eine dramatische Zuspitzung des Ost-West-Gegensatzes kündigt sich an. Mhm. Gefechtsfeld Europa. Ja. Über 300.000 Menschen kommen 1981 in Bonn zusammen, um gegen die atomare Aufrüstung zu protestieren.
Die größte Demonstration seit Gründung der Bundesrepublik und die friedlichste. Ein Jahr zuvor haben sich die Grünen gegründet. Eine ihrer Galionsfiguren, die 32-jährige Petra Kelly. Wie zur Zeit auf dem Gelände der Stadtbahn West stehen wir als gewaltfreie, ungehorsame mit unserer ganzen Person für den Gesetzesbruch aus Gewissensgründen, nehmen eher Gewalt und Strafe gegen uns in Kauf, als selbst gewalttätig zu werden. Zwei schwere Verbrechen, der Mord an dem Wiener Stadtrat Heinrich Nittel und der Mord am hessischen Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Karrie, haben die Bevölkerung in Österreich und Deutschland in den vergangenen Wochen bewegt und alarmiert zugleich. In beiden Fällen werden bemerkenswerte Parallelen deutlich. In beiden Fällen waren die Opfer nämlich Politiker, die den Hass militanter Atomkraftgegner und fanatisierter Flughafen- und Autobahnfeinde auf sich gezogen haben. Sowohl Stadtrat Nittel als auch Heinz-Herbert Karrie haben aus diesen Kreisen vor ihrer Ermordung massive Drohungen erhalten. Beide Fälle scheinen zu bestätigen, dass sich unter dem Deckmantel der sogenannten Grünen Bewegung, der man als fortschrittsgeplagter Mensch ja durchaus Sympathien entgegenbringen kann, eine neue Szene der Gewalt. Ein fortschrittsgeplagter Mensch. Zimmermanns Unterstellungen. Das ist schön formuliert, ne? Wir sind alle fortschrittsgeplagt, das ist nämlich das Problem. Terroristen umgebracht. Der Mord an Heinz-Herbert Karrie ist bis heute nicht aufgeklärt. Fest steht, er wurde nicht von militanten Atomkraftgegnern umgebracht. Mhm. Oppositionsführer Kohl ist von der künftigen Regierungskoalition aus Union und FDP zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. In der geheimen Abstimmung über das konstruktive Misstrauensvotum zum Sturz von Bundeskanzler Schmidt erhielt Helmut Kohl im Bundestag 256 Stimmen. Das Erste und das Wichtigste, um was es mir geht, ist die Kraft unseres Landes. Dass wir die steigende Arbeitslosigkeit stoppen und langsam abbauen können. Das geht nicht über Nacht. Dass wir, wenn Sie so wollen, die Verhältnisse normalisieren. Aber ich sage gleich hinzu, für mich ist das eine zunächst geistig-moralische Herausforderung und dann eine ökonomische. Nicht nur Helmut Kohl triumphiert. Auch für Eduard Zimmermann ist das ein großer Tag. Verkündet Kohl doch die geistig-moralische Wende, an der Zimmermann schon seit Jahren arbeitet. Sicher nicht in seinem Sinne. Ja, wenn geistig-moralische Wende bedeutet, dass es weniger Kriminalität gibt, dann kann man doch nur dafür sein. Oder was ist denn so schlimm daran? Grünen in den Bundestag ziehen. So, Quatsch. Eder hat ja auch frühzeitig auch schon Frauen jede Menge beschäftigt in seinen Sendungen. Die waren ja schon früh auch dabei. Tut ja so, als wenn das so ein Frauenhasser gewesen wäre. So ein Quatsch. Was unterstellt ihr dem denn da? Frau Kelly, Sie haben es jetzt geschafft. Sie sind im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Was ist denn das eigentlich so für ein Gefühl? Ganz emotional. In einem See von Männern, in ihrer grauen Kleidung, mit ihren grauen Krawatten, die Vernichtungspotenziale planen. Ein See von Männern, die im Grunde genommen eine frauenfeindliche und kinderfeindliche Politik machen. Und ich komme mir eigentlich ein bisschen verloren hier vor. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Frauen in der neuen grünen Fraktion ist der Frauenanteil des 10. Deutschen Bundestages der bisher höchste in seiner Geschichte. Wir, Herr Kanzler, betrachten Ihre Politik der Erneuerung mit Grausen. Unsere durch und durch patriarchalisch strukturierte Gesellschaft ist in der Krise. In Krisenzeiten geben die Patriarchen ihr Wohlwollen auf und weisen die Unterdrückten auf ihre Plätze. Damit reduziert sich der Lebensinhalt von Frauen wieder auf die 3 Ks. Kinder, Küche, Kabelfernsehen. Gab es da schon Kabelfernsehen 83? Ich denke, es ist 84 erst losgegangen. Muss ja gerade in der Startphase gewesen sein, Kabelfernsehen. Feminismus ist im Bundestag angekommen. Bei XY allerdings noch nicht. Nun bist du müde, wie? Ganz der. Ja, stell dir mal vor, es gibt auch Mütter mit Kindern. Auch nach wie vor, auch wenn der Feminismus zugenommen hat. Ist ja unglaublich. Was will sie denn? Will sie nur irgendwelche Frauen da zeigen, wie wir sie bei Funk rauf und runter sehen oder was? Was, was,
der Feminismus ist in der Gesellschaft angekommen, nur bei XY nicht. So ein Quatsch. Ihr Mann ist gerade gekommen, Frau Schrader. Oh, jetzt schon schön. Dann machen Sie doch bitte eine Kanne Tee. Wo soll ich denn decken? Im Wohnzimmer. Ist gut. Ach, Leute. Mein Schatz! Mein Schatz. Hallo, mein Herz. Schläft er schon lange? Seit 2 Minuten. Na, mein Schlaf. Ja, was ist daran jetzt schlimm an der Szene? Das geht, das ist der Frau schon zuwider, wenn da ein glückliches Ehepaar ist, was ein kleines Kind hat oder was. Da kommt ihr schon die Galle hoch, oder? Oder was will sie uns sagen? Vielleicht nachher was. Das sieht gut aus. Ich habe einen Hunger. Soll ich dir nicht beim Abwaschen helfen, Mutti? Nein, lass mir. Das mache ich später, wenn du weg bist. Na gut. Willst du noch ein Bier? Nein, danke. Ich habe noch. Hier werden auch in den 80er Jahren die 3Ks noch zelebriert. Kinder, Küche, Kabelfernsehen. So, jetzt müsste alles in Ordnung. Ja, weil es der Normalfall war in der Gesellschaft in den 80er Jahren. Was soll denn das? Ich bin auch so groß geworden. Was will sie denn? XY hat doch einfach nur die Gesellschaft abgebildet, beziehungsweise Verbrechen gezeigt, die begangen wurden und nacherzählt. Die haben sich doch nicht irgendwas ausgedacht. Also, ich verstehe jetzt nicht, was das soll. Also, wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, war das ganz normal. Das ist natürlich Freunde von mir, die auch in geordneten Verhältnissen groß geworden sind, mit Mutter und Vater. Was will die denn? Ich habe alle Kanäle der Reihe nach programmiert. ARD und ZDF zuerst, dann WDR3 und die ganzen anderen. Wissen Sie, für mich ist es mehr als ein Fenster zur Welt. Mit dem Kabelanschluss 1984 erobert das Privatfernsehen die Wohnzimmer. Die goldenen Zeiten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sind vorbei. Gleich in Notruf. Massenkarambolage auf nasser Fahrbahn. Chaos, Angst und Panik an der Unfallstelle. Nur wenige scheinen zu wissen, wie man in dieser Situation die Nerven hält. Stefan Friske, ein junger Soldat aus Bonn, will die nötigen Bewerbungsunterlagen zu seiner Kaserne nach Mendig bringen. Ich bin jetzt auch weg. Jetzt komme ich zu dir. Tschüss. Ja, gute Fahrt. Was Stefan heute zustößt, kann uns allen jederzeit auch passieren. Zimmermanns Geschäftsmodell mit der Angst findet seine Nachahmer. Der Quotendruck steigt. Geschäftsmodell mit der Angst? Sag mal, die hat da Verfolgungswahn, die spinnt doch. Eduard Zimmermann muss sich anstrengen. Ja. Hey, es wurde ja nachdem er weg war, wurde XY ja sensationshascherischer. Mit Rudi Zerne später. Also er war ja noch zurückhaltend. Er hat sich ja noch eben nicht so verhalten. Ist doch Quatsch, dem wird doch völlig Unrecht getan, dem Mann. Pistole. Hey, Hände hoch oder ich schieße. Mensch, Alex, lass das, die kann doch geladen sein. Wie es mit den Kindern ausging, das können Sie nachher sehen. Und natürlich auch die Vorgeschichte. Die ist nämlich einer der Fälle heute um. Mit der Knarre in der Hand. Auf diesem Kanal. Bam, bam. Sie haben es erlebt. Neue Musik, neuer Vorspann. Computeranimation nennt man das. Und ach so. Eine modernisierte Studiodekoration. Die Arbeit hier im Studio wollen wir auch. Guck mal, alles teilen. Frauen. Und deshalb neben Irene Kampreger, die wie immer die Hinweise. Irene Kampreger, genau. Sichtet. Eine weitere Assistenz in der Person von seine Sabine. Tochter. Familiennamen kann ich mir sparen. Sie ist nämlich meine Tochter. Guten Abend. Die meisten XY-Fälle. In dieser Sendung, der 200. gibt Zimmermann auch Einblicke in seine Arbeitsweise. In einem eigens produzierten Making-of. Die Angebote werden in der Themenkonferenz der XY-Redaktion in Unterföhring gesichtet. Es gibt viele ungeklärte Fälle. Aber nur relativ wenige eignen sich für die Öffentlichkeitsfahndung. Wetzlar, das ist wirklich ein dickes Ding. Brutal wie im Mittelalter sind die vorgegangen. Und die Ansatzpunkte sind auch ganz gut. Gestohlene Pelze, Werkzeuge, eine ganze Menge zurückgelassen. Und Zeugen vielleicht auch noch, die bringen vielleicht auch noch was. Nach den Recherchen entsteht dann das Drehbuch für den etwa 10 Minuten langen Film.
Jedes Detail ist mit der zuständigen Polizeidienststelle abgestimmt. Trotzdem muss die Geschichte spannend erzählt werden. Ja. Zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört im Übrigen auch, dass die Darstellung von Gewalt und Brutalität so weit wie möglich zurückgenommen wird. Tja, also pass mal auf. Ich glaube, das sollten wir noch ein bisschen deutlicher machen. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, blitzartig laden die Täter dem BMW mit Pelzmantel voll, dann fliehen sie? Ja, wäre vielleicht ein bisschen mehr Action drin. Okay, also komm, schreib. Blitzartig. Ja, das ist ja mehr nachgestellt, die Situation da. Für dieses Making-of. Dann haben sie gehalten. Hallo? Kennen Sie sich hier aus? Wo wollen Sie denn hin? Hilfe! Lass mich raus! Noch eine laut und ich mach dich kalt. Wo wird in dieser Darstellung die Gewalt und Brutalität so weit wie möglich zurückgenommen? Ja, indem nicht gezeigt wird, wie sie vergewaltigt wird, sondern nur danach die Szene gezeigt wird. Man muss es ja nun mal so zeigen, wie es sich abgespielt hat. Und gleichzeitig natürlich es so machen, dass es nicht allzu sehr schockiert ist. Natürlich ist das eine harte Szene. Genau wie mit dem kleinen Kind in dem Auto vorhin. Klar, das sind harte Szenen. Ja. Aber es ist ja auch für Kinder nicht gedacht. Kinder sollten das ja gar nicht gucken. Eine Geschichte inszeniert Eduard Zimmermann immer und immer wieder. Na, welche? Die Geschichte geht so. Es war einmal ein Mädchen. Das hatte ein schönes Zuhause. Hallo, ihr beiden. Na, wollt ihr weg heute Abend? Klar, in die Disco. Dachte ich mir, passt nur auf, dass ihr nicht in den Schminktopf fallt. Bäh. Viel Spaß. Es zog aus in die Welt und wollte Spaß. Ja, wo kommt ihr denn her mit den ganzen Klamotten? Wir waren ein paar Tage in Holland. In Holland? Einfach so? Mhm. Klar, warum denn nicht? Toll. Seid ihr getrennt? Ja, was denn sonst? Das ist ja ganz ordentlich. Aber ansonsten tote Hose hier. Naja, Mittwoch, da ist ja nie voll Haus. Ich glaube, ich fahre noch mal nach Koblenz. Das Mädchen ließ sich verführen. Da der nächste Bus nach Heusenstamm erst in einer halben Stunde fährt, versucht sie, eine andere Fahrgelegenheit zu finden, um vielleicht etwas eher nach Hause zu kommen. Ein Plan, der für das Mädchen schlimme Folgen haben wird. Prima, danke. Dann muss ich nicht so lange auf den Bus. Ach, der fahren. Typ, ja. Der sie mit nach Hause nimmt, da mit den Straßenbahngleisen und so weiter. Ja, der ist auch direkt geschnappt worden durch XY. Direkt nach der Sendung. Und verirrte sich im Wald. Und weil sie nicht auf den Bus warten wollte, heißt das Opfer Monika Müller. Kein Mucks. Wenn du schreist, ich steche zu. Los, gib dir näher. Aber stimmt die Geschichte so? Natürlich stimmt die Geschichte so. Bei der Auswertung der Kriminalstatistik des letzten Jahres. Warum soll das nicht? Das ist in Zusammenarbeit mit der Polizei sind diese Fälle erstellt worden. Zumal es zu dem Fall sogar noch später, da gab es mal so eine Extra-Doku mit XY, mit Edith Zimmermann zusammen, meine größten Fälle. Da haben sie das sogar noch mal als Filmfall denn nachgestellt, was danach passiert. Sie sind nämlich mit dem Opfer zusammen. Sind sie nämlich hingefahren zu der Wohnung und sie hat das dann direkt erkannt und gesagt, oh ja, hier war das, genau. Das. Und dann ist sie da oben, hat sie den Täter auch erkannt, dann wurde der von der Polizei direkt verhaftet. Also das ist doch wieder genau ein Beispiel, wo durch XY ein Triebtäter gefasst wurde. Und sie macht da irgendwie jetzt so was Vorwurfsvolles daraus. Also ehrlich. Ein Satz aufgefallen. Dem man junge Frauen und Mädchen eigentlich nicht oft genug ans Herz legen kann. Er lautet, bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist festzustellen, dass der überwiegende Teil der Delikte entweder an Anhalterinnen oder im Anschluss an Gaststättenbesuche
ausgeführt wird. Das bedeutet, dass hier in der Bundesrepublik von den knapp 11.000 Verbrechen dieser Art, Sexualmord eingeschlossen, mehr als die Hälfte an Frauen und Mädchen verübt wird, die per Anhalter fahren oder auch zu Fuß von nächtlichen Veranstaltungen kommen. Der von ihm zitierte Satz aus der Kriminalstatistik von 1981 lässt sich nicht finden. Auch nicht 1980 oder 1979. Hat Zimmermann hier etwa geschummelt? In einer Warum sollte er schummeln? Außerdem, die Polizei, die würde ihm doch, Lila Witten lesen und ihm sagen, Herr Zimmermann, Sie können ja nicht einfach aus dem Polizeibericht irgendwas zitieren, was da gar nicht drinsteht. Das hätte sich doch gar nicht leisten können, schon allein der Polizei gegenüber nicht. Vielleicht hat sie nicht gut genug gelesen oder sie hat den falschen Bericht nachgeschaut oder irgendwas. Also Tatsache ist, es gab damals große Probleme mit Anhalterinnen und mit solchen Sexualdelikten durch Trampen. Das war einfach so. Und das kann sie jetzt noch versuchen, irgendwie klein zu reden. Also insofern ist doch Quatsch. Studie über die Gefahren des Trampens, die das BKA 1989 in Auftrag gab, findet sich diese Aussage. Das Risiko, Opfer eines Sexualverbrechens zu werden, ist beim Trampen nicht größer als beim abendlichen Heimweg oder beim Warten auf den Bus. Die größte Gefahr beim Trampen besteht darin, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden. Ach so. Mhm. Ja, aber Entschuldigung. Ist es denn wirklich vernünftig für ein junges Mädchen, zu einem wildfremden Mann, den sie nicht kennt, ins Auto zu steigen und sich dem auszuliefern? Also plädiert sie jetzt gerade dafür oder was? Das ist doch an sich schon völlig klar, dass das natürlich, dass davor gewarnt werden muss. Also ich verstehe nicht, worauf die hinaus will. Also ehrlich, was redet die da? Kannte Zimmermann diese Studie nicht? Oder hat er sie uns verschwiegen? Ja, Er bildet nur das ab, was damals Realität war. So, nichts weiter. Und er warnt davor. Es war ihm ein Anliegen, davor zu warnen. Weil er es schrecklich fand, dass immer wieder junge Mädchen Opfer von Sexualverbrechern wurden. Teilweise sogar getötet wurden. Ja und, was ist denn daran falsch, davor zu warnen? Hat er uns 30 Jahre lang ein Märchen erzählt? Ja, du lebst in einer Märchenwelt, Mädel. Damit wir Frauen brav zu Hause bleiben? Ach, ja, genau. Vor dem Fernseher, um uns dort die immer gleichen Bilder anzuschauen? So ein Quatsch. Ist auch Quatsch. Er hat, es gab auch oft genug diese Vorbeugung und sowas, wo er dann gesagt hat, bilden Sie Fahrgemeinschaften, gehen Sie nirgendwo alleine hin. Rufen Sie bitte Angehörige an oder dass die abgeholt werden von der Disco. Tun Sie sich zusammen, gehen Sie in Gruppen los und so weiter. Das hat er alles immer als Vorbeugung genannt. Er wollte den Frauen nicht verbieten, in die Disco zu gehen. Darum ging es doch gar nicht. Also es ging darum, dass die Frauen sicher nach Hause kommen, ohne in Gefahr zu sein, wenn sie schon in die Disco gehen. So, das war alles, das war sein ganzes Anliegen. Mehr war das nicht. Was unterstellt die denn dem da? Das ist doch unfassbar. Doch plötzlich hat der Mann ein Messer in der Hand. Ja. 82 Mal sticht der Täter auf sie ein. Das findet sie ja offenbar gut, wenn sowas passiert. Zu wehren, aber sie hat keine Chance. 25 Stiche fügt er ihr zu. Schließlich wird die unglaubliche Gefährlichkeit. Die tödlich verletzte Frau hat sich mit letzter Kraft in den Flur gestellt. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Dabei sticht der Mann mit einem Messer mehrfach auf die Frau ein. Der Täter zerrt das Mädchen in die mit Büschen 82 Mal sticht der Täter auf sie ein. Und er wirkt sie. Er legt sie seinem Opfer um den Hals
und zieht zu. Das Mädchen hat keine Chance gegen den kräftigen Mann. Es wird zunächst mit Handschellen gefesselt. Der Täter muss dann in rasender Wut auf die Frau eingestochen haben. Schule einholt und dort niedersticht. Später viele sogenannte hier ist ihm das Mädchen nahezu wehrlos ausgeliefert. Und ja, wenn das in so einer Collage jetzt so psychomäßig zusammengeschnitten wird, ja, da wirkt es natürlich ein bisschen absurd. Aber so war das ja nicht. Die manipuliert doch durch die Art, wie sie die Doku hier zusammenschneidet. Manipulation ist das. Gruselmusik denn noch? Also sie kritisiert, dass in XY solche Fälle so schauerhaft und gruselig gezeigt wurden. Und da legt aber selber ihre gesamte Doku monoton mit so einer komischen Gruselschauermusik. Also sie wendet dieselben Methoden an wie er, die sie ihm vorwirft, ne? Im Grunde genommen. Ist doch absurd, sowas. Da. Frau Kretli, schauen Sie den Mann dort in aller Ruhe genau an und sagen Sie uns dann, ob Sie einen davon kennen. Nummer 3, das ist er. Über 90% aller Sexualverbrechen werden von Männern begangen. Diese Zahl ist über Jahrzehnte konstant geblieben. Hat Ede nie bestritten. Deswegen sind die Frauen ja auch die Opfer. So, ist ja logisch. Das bestätigt ja das, was Ede gesagt hat. Zum Beispiel in der Frage des Motivs praktisch nicht weitergekommen. Der Mann könnte den Sittentätern zuzuordnen sein, vielleicht wollte er aber auch einen Raubüberfall begehen. Oder es handelt sich um einen Geistesgestörten. Und auch am Tatort selbst haben wir nur wenige Spuren sichern können. Auf einer Seite gescheitelt und einen dichten, schwarzen Oberlippenbart, der bis über den Mundwinkel heruntergezogen. Er ist ca. 55 bis 60 Jahre alt, soll ein Mercedes gefahren haben und beruflich mit Maschinen zu sorgfältig mit Pomade frisiert. Was soll das? Ca. 35 Jahre alt. Was soll das jetzt? Blonde Haare. Er sprach Deutsch und Englisch mit französischem Akzent. Auffällig an dem Mann sind sicher zwei Tätowierungen. Die Knasttränen, also mehrere Punkte. Oh Gott, ja, der Typ, ja. Der Knasttränen, der die Großmutter, die Mutter und die kleine Enkeltochter vergewaltigt hat. Auch ein heftiger Fall. Den haben sie zum Glück auch geschnappt. Durch XY. Weil nämlich auf die Knasttränen nämlich hingewiesen wurde. Und dadurch konnte er nämlich geschnappt werden. Ein Mensch, der zu einer Akazienweg. Tatfähig ist. Es kann ein Mensch sein, der nach außen hin völlig normal und unauffällig lebt. Und dem niemand ein solches Verbrechen zutrauen würde. Gegenüber Frauen hat sich der Mann anscheinend sehr verkrampft und unnatürlich verhalten. Er hat zweimal behauptet, er sei verheiratet, dann aber mehrfach gesagt, er habe überhaupt noch nie mit Frauen intimen Kontakt gehabt. Trotzdem will er jede Woche einen Arzt aufgesucht haben, um sicherzugehen, dass er sich nicht irgendwo angesteckt habe. Es hat doch immer wieder mal Täter gegeben mit so einem Knacks. Und unser Mann hier hat doch zweifelsohne einen erheblichen Defekt. Denken Sie doch mal dran, dass er teilweise eine Maschinensäge, also eine Band- oder Kreissäge benutzt hat, um den Körper zu zerstückeln. Also wirklich, bei der Geschichte braucht man Nerven wie Drahtseile. Am besten stellt man sich das gar nicht erst im Detail vor. Im Gegenteil, Sie müssen sich das vorstellen. Nur so können Sie dem Mann auf die Spur kommen. Man muss davon ausgehen, dass der Täter krank ist und dass seine Krankheit in periodischen Schüben auftritt. Das könnte bedeuten, dass er um die Tatzeit durch besondere Unruhe ja, genau, oder das ist der, unerklärliche Aggressivität das ist der Typ. Ist.
In XY sind Sexualverbrecher meistens kranke Triebtäter. Ja, und? Aber geht es den Männern überhaupt um Sex? Geht es nicht vielmehr um Macht, Besitz und Unterwerfung? Ja, klar. Es wird ja auch gar nicht bestritten von Haben XY. Wir nicht ein grundsätzliches Problem? Worauf will die hinaus? Was will sie uns sagen? Jede vierte Frau in Deutschland wird Opfer häuslicher Gewalt. Die Mehrzahl aller getöteten Frauen kannte die Täter. Meist waren es ihre Ehemänner, Partner, Ex-Partner oder Verwandte. Kindesmissbrauch findet am häufigsten in der Familie statt. Ja. Zu Hause sind wir auch nicht sicher. Nö. Aber in dem Moment, wo Eden nach dem Täter fahndet, weiß er das ja noch nicht. Und die Fälle, wo es in der Familie stattgefunden hat, die wurden vielleicht auch schon relativ schnell geklärt. Die schaffen es ja gar nicht erst in XY. Die kommen ja gar nicht erst dahin. Da kommen ja nur ungeklärte Kriminalfälle hin. Und das sind ja in der Regel wahrscheinlich eher Fälle, wo Kinder eben in die Falle getappt sind bei irgendwelchen unbekannten Triebtätern, von denen sie ins Auto gezerrt wurden oder was weiß ich. Insofern, das ist doch klar, dass natürlich, das ist ja kein, das repräsentiert ja nicht die Gesellschaft sozusagen. Das ist ja kein Abbild der Kriminalitätslandschaft in XY, sondern es geht um die Fälle, wo die Polizei nicht mehr weiterkommt und sagt, jetzt gehen wir zu XY, vielleicht können die durch entsprechende Fahndung uns weiterbringen, mit Zuschauerhinweisen. Also. Decken sich Zimmermanns blinde Flecken mit unseren eigenen? Mit deinen bestimmt nicht. Im Oktober 1992 wird Petra Kelly, einst die große Hoffnung der Grünen, tot zu Hause in ihrem Bett gefunden. Gegen 21.27 Uhr gestern Abend ging der Notruf bei der Polizei ein. Gerd Bastian habe zuerst seine Lebensgefährtin Petra Kelly in die Schläfe und dann sich selbst in die Kopfmitte geschossen. Das Ganze mit Bastians Waffe, einer Derringer Kaliber 38. Tja. Die grüne Vorzeigefrau. So endet's dann. Ach, Petra Kelly ist das. Ach so, jetzt verstehe ich mit das. Mit einem Schuss in die Schläfe wurde auch die Unbekannte aus der ersten Sendung getötet. Ihr Verlobter erschoss sie aus Eifersucht. Ja, was ist jetzt denn da das Fazit? Also wenn das in XY nicht gezeigt worden wäre, dieses Foto dieser unbekannten Toten, dann könnte Petra Kelly noch leben, oder was? Oder was will sie uns damit jetzt sagen? Was ist jetzt die Verbindung zwischen diesen beiden toten Frauen? Es gibt keine. Sie hieß Christel Franz. Ja. Ach, Leute. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. 30 Jahre XY, 300 Sendungen. Im Oktober 1997 moderiert Eduard Zimmermann zum letzten Mal. Er legt die Sendung in die Hände seiner Tochter. Dieser Phantombildcomputer wird uns bei der Personenfahndung wertvolle optische Hilfe geben. Und eine weitere Neuerung. XY ab heute im Internet. Unsere wichtigsten Fälle sind dort ab sofort weltweit für die Fernsehfahndung abrufbar. Eine ganz wie sie so tut, als wenn sie jetzt im Internet surfen würde. Wie sieht das aus? Ganz gut, 26 E-Mails sind schon eingegangen. Na, immerhin. E-Mails, meine Damen und Herren, das wusste ich bis heute auch noch nicht. Das sind Briefe, die man übers Internet bekommt. Ach so. So, meine Damen und Herren, nun ist es soweit. Nach 30 Jahren und 300 Sendungen hört XY nicht auf. Ich denke, wir alle brauchen diese Sendung in Zukunft vielleicht noch mehr als bisher. Bis heute. Wer brauchte hier eigentlich wen? Ja, was? Ich möchte Ihnen beiden zu Beginn was ganz ehrlich sagen, Herr Zimmermann, besonders Ihnen. Ich habe mich immer wahnsinnig gefürchtet vor Ihrer Sendung. Ich habe richtig Angst gehabt vor XY ungelöst. Ist das etwas, was Sie häufiger hören?
Das habe ich gelegentlich gehört und höre es heute auch gelegentlich auch noch, selbstverständlich. Und kann dazu nur sagen, also Angst hat ja auch eine sehr gute pädagogische Wirkung. Man wird vorsichtig. Und insofern ist es vielleicht ein Ausgleich. Gut, aber Sie wollten jetzt nicht Angst machen damit, sondern Nein, Sie wollten zeigen, wie es ist. Ja, na, selbstverständlich. Im Grunde genommen, wir müssen mit der Realität leben. Und wir dürfen uns keine Wunschbilder machen, die nachher die irreal sind. Ja, eben. So ganz einfach. Hat er doch recht. Was soll das jetzt? Die schönsten Kleidungsstücke oder was? Was soll das? Hinter allen Filmfällen aus XY stehen echte Schicksale. Ja, eben. All diese Menschen wurden Opfer von Gewalt. Richtig. Und? Gut, dass es Edi gibt. Aber ist Angst wirklich ein gutes pädagogisches Mittel? Naja, natürlich, also ein Stück weit schon, hat er ja nicht ganz Unrecht. Zumindest, wenn man vorsichtiger wird. Das ist ja ein Naturinstinkt des Menschen, dass er natürlich Angst entwickelt, wenn er Gefahr wittert. Ja, Leute, also wirklich. Achso, Sprecherin war Maria Schrader, so eine bekannte Schauspielerin. Ja, also es war nicht die Macherin selber, die hier gesprochen hat. Ja, okay. Ja, also, was sollte das? Was wollt ihr uns damit sagen? Wie kann das ZDF denn ein solches Denkmal, wie Eduard Zimmermann hier sozusagen besudeln und beschmutzen? Ich finde das unmöglich, sowas. Also, XY ist bis heute ein absoluter Quotenhit, auch im ZDF. Also, die haben dem noch eine Menge zu verdanken. Und dann hauen sie ihm eine rein mit so einer absurden Doku hier. Also, wirklich. Finde ich unmöglich. Spannend, dass an keiner Stelle belegt wurde, dass in XY überdurchschnittlich viele Frauenfälle gezeigt wurden. Ja, eben. Es war auch gar nicht repräsentativ, wie das immer hier gezeigt wurde. Die tut ja gerade so, als wenn nur Frauen die ganze Zeit als Opfer dargestellt wurden. Es gibt jede Menge Männer, die natürlich auch zu Todesopfern wurden in den ganzen Fällen. Es waren mal Männer und mal Frauen. Also ist auch Quatsch. Nee, wirklich. Also das finde ich ganz schlimm. Und es hat vor allem auch, sie liegt einfach falsch mit dem, was sie da unterstellt. Sie liegt einfach falsch. Das kann man dem Ede nicht nachsagen, sowas. Ich finde das unmöglich. Naja, ihr merkt schon, da errege ich mich jetzt ein bisschen über diesen Quatsch von Gebührengeldern, der hier produziert wird.